Gut, ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem How to Bodybuild YouTube-Kanal. Heute Hallo. Spitzengast und Ehrengast Mike. Aber nicht Hallo, der Buddy. dicke Mike, sondern der mir sehr ähnlich aussehende Mike Bunzel. Und schon stürmt die erste hier ins Büro, als gäbe es kein Halten mehr, während wir aufnehmen. Also ich bin gerade nicht im Büro, so wie du. Bei dir ist es ein bisschen ruhiger. Bei mir könnte es ab und an passieren, dass ich nach links schaue und winke. Dann begrüße oder verabschiede ich Studiomitglieder oder schaue nur, ob alles rechtens läuft. Nicht, dass du dich wunderst. Ich kalkuliere es ein. Auch an die Zuschauer, ob die denken, ich habe einen an der Macke, weil ich immer nach links gucke. Nee, aber schön, dass du da bist, mein Lieber. Du hast dir extra Zeit genommen. Wir haben das sogar lange geplant. Also ich habe noch nie einen Podcast so weit vorausgeplant. Also mit anderen Worten, meine anderen Gäste Wie lange sind war das? Eine eher... Woche, oder? Nee, das war sogar fast über eine Woche. Aber ich sag mal, meine anderen Stimmt, ja. Gäste sind nicht so berufstätig wie du. Oh ja. Ja. Wobei ich, als wir es geplant haben, ja im quasi Urlaub gewesen bin. Stimmt, aber jeder darf ja auch Urlaub machen, ne? Also gerade als, ich sag mal, als Strafverteidiger hast du ja auch mal irgendwann Urlaub verdient. Hinterher ist die aufgelaufene Arbeit umso mehr. Aber ich sag mal so, besser so als gar nicht. Ne? Ist ja schön, dass du was zu tun hast. Ist schön, dass Ist Leute richtig. Blödsinn bauen, dass du was zu tun Will mich hast. da, will mich darüber auch nicht beklagen. Ist das eigentlich so, du öffnest morgens die Zeitung und siehst, was alles passiert ist in der letzten Nacht und dann denkst du, ja, gleich klingelt das Telefon. Nein, in der Regel klingelt das Telefon ja vorher und das steht dann erst in der Zeitung, wenn ich schon weiß, ob ich damit zu tun habe oder nicht. Aber ich lese keine Zeitung, sondern ich kriege das dann zugeschickt von denen, die hoffen, dass ich damit was zu tun habe und Insider-Informationen geben könnte, die ich natürlich sowieso nicht gebe. An alle, die jetzt glauben, dass Mike jetzt hier die Insider auspackt, der da natürlich nicht parat für euch. Also das müsst ihr entschuldigen. Dafür hat er aber viele tolle Antworten für euch. Denn im Vorwege hat Mike schon eine Fragerunde gemacht auf seinen Instagram-Account. Also für alle, die zukünftig, ich sag mal, Anwaltscontent umsonst haben wollen, Mike, der gibt vieles preis, was ihr vielleicht, was euch interessiert, um euren Arsch zu retten, wenn es zu Hause um Verstecke geht. Ich glaube, du hast schon jede Frage der Welt bekommen in Bezug auf Verstecken oder auch Ideen, die man vielleicht, oder frei nach dem Motto, du hast mir ja schon ein paar Sachen geschickt, Hausdurchsuchung, wo verstecke ich etwas? So nach dem Motto, gäbe es dieses perfekte Versteck. Gibt es ein perfektes Am Versteck? besten ist es, wenn man das perfekte Versteck dann noch irgendwo im Internet diskutiert. Du meinst, das ist besonders intelligent? Dann ist das perfekte Versteck vielleicht gar nicht mehr so perfekt. Aber Fragen dazu kommen tatsächlich sehr, sehr häufig. Also scheint es Bedarf an guten Verstecken ja zu geben. Also ich meine, jeder, der jetzt gerade zuhört, der wird jetzt auch gerade drüber nachdenken, wo würde ich zu Hause das perfekte Versteck, ich sag mal, finden, suchen, egal was man verstecken will. Sei es jetzt von der kleinen Schwester ein Ohrring, sei es von der Mama irgendwas aus ihrer Spielzeugkiste oder sonst was. Jeder hätte jetzt wahrscheinlich einen Gedanken, wo man was verstecken würde. Und selbst ich denke drüber nach, während ich hier gerade im Gym bin, wo ich noch nicht mal alle Sachen kenne. Also ich finde permanent irgendwo was Neue in meinem Gym, Verstecke. was. Nee, wo ich noch gar nicht Neues wusste, dass es da ist. Verstecktes. Ich habe gerade vorgestern beim Toilettenputzen, habe ich die Urinale geputzt und habe dann nach oben geguckt, so ob so Pipi-Spur irgendwie drunter ist, ne? Muss man ja auch sauber machen. Das ist ein toller Job übrigens, den ich hier habe. Und dann gucke ich so nach oben und dann sehe ich oben auf den Lüftungsrohren ist so ein Raumerfrischer, so eine alte Dose, die immer eine Stunde oder so sprayt, auf einem Kinderbuch abgelegt, damit das da oben stehen bleibt. Habe ich jetzt Gute gefunden, nach ein Idee. paar Monaten. Und ist noch funktionsfähig. Ich habe es noch nicht runtergeholt. Das steht da oben noch. Da werde ich den Stuhl bis zur Toilette schleppen müssen oder eine Leiter holen müssen. Und so ambitioniert war ich dann nicht herauszufinden, ob da noch was drin ist oder nicht. Ich sag mal so, Toilettenputzen reicht, da muss ich nicht noch darum kraxeln. Ja. Aber ich kann es gut nachempfinden. Ich habe das zeitweilig auch gemacht. Ich habe mal während des Studiums bei McFit in Berlin-Lichterfelde geputzt und da habe ich auch die Toiletten machen dürfen. War eine interessante Erfahrung. Aber da waren teilweise Leute, die mir da gesagt haben, das würde ich ja nie im Leben machen. Daran denke ich heute noch relativ oft und sage mir dann, was macht der wohl heute? Und mir hat es, glaube ich, nicht geschadet, das gemacht zu haben. Alles zu seiner Also, Zeit. ich habe auch beim ersten Mal, als ich mich dazu entschlossen habe, hier das Studio zu öffnen, habe ich auch nicht an solche Arbeiten gedacht, dass die jetzt regelmäßig bei mir stattfinden. Also, wir putzen täglich die gesamte Fläche vom Studio. Also, ich sage mal, Staubwischen machen wir so einmal die Woche.
So wie es halt natürlich auch pollentechnisch, aufgrund dessen, dass wir hier sehr viel Durchzug haben, muss man natürlich pollentechnisch wegen der Allergiker halt häufiger mal ran. Toiletten jeden Morgen, jeden Abend oder auch zwischendurch, je nachdem, was für ein Betrieb über den Tag ist. Aber wir sind ja gerade erst frisch geöffnet, da ist natürlich der Betrieb überschaubar. Also jetzt gerade eben zur Primetime in einem Fitnessstudio waren wir 34 Leute. Das ist Naja, bei mir viel. gut, gut für die Mitglieder ist es gut, fürs Studio könnte es besser sein, oder? Ja, das besser geht immer. Das muss man natürlich bedenken, dass man natürlich immer eine gewisse Erwartungshaltung indirekt hat, obwohl man keine haben darf. Weil wenn du noch nie Fitnessstudio aufgemacht hast, weißt du natürlich auch nicht, wie sind die tatsächlichen Zahlen. Wir haben uns ja zuletzt bei Gera gesehen, da hatten wir ja kurz drüber gequatscht. Also seitdem läuft es linear nach oben. Aber wir sind natürlich noch auch aktuell, könnte man sagen, in diesem Hype. In dieser Hype-Phase, dass es interessant ist, dass es was Neues, es war noch nicht jeder da. Und demnach sind wir zahlentechnisch schon ganz gut aufgestellt für die ersten 7 Wochen. Aber Schön, worauf ich also hinaus wollte, die Toiletten zu putzen, das stärkt auf jeden Fall den Charakter. Allerdings muss man auch eins sagen, du bist ja auch im privat geführten Studio, ne? Bei dir? ja, mittlerweile ja. Na, und ich habe noch eine MacFit und eine FitX-Mitgliedschaft für, wenn ich mal unterwegs bin und ganzzeitig früh irgendwo hingehen will, aber in der Regel bin ich in einem privat geführten. Aber du merkst ja den Unterschied zwischen, wie bei FitX und McFit sauber gemacht wird, zu in den privat geführten Studios, hoffe ich. Als ich noch bei McFit sauber gemacht habe, war das genauso. Ja, also seitdem Mike natürlich Seit ich die das nicht mehr Robe mache, ist es angezogen natürlich eine hat. Katastrophe. Aber du hast natürlich recht, ne? Also jeder sollte sich nicht für was Besseres halten, nur weil man Toiletten sauber macht. Falls jemand das tut, ist es, würde ich genauso sagen, ein ehrbarer Beruf wie auch alle anderen Jobs. Weil irgendwo mit muss man seine Miete verdienen. Und wenn einem das von mir aus Spaß macht, mir macht es ehrlicherweise Spaß, weil meine Mitglieder wirklich coole Leute sind und korrekt sind und das auch würdigen, dass ich sonst der Idiot bin oder meine Frau, die am Ende die Toiletten putzen. Also wer da sich nicht benimmt, an meine Mitglieder, die hier gerade zuhören, wenn ich denjenigen erwische, der kriegt einen von Vanessa mit dem Lappen. Ey. Aber nachdem sie sauber gemacht Nach hat. der, genau. Der ist echt schön zu sehen. Ne? Du kommst zur Toilette und hast nicht das Gefühl, heute erwartet dich das Donnerwetter. So bei den Frauen, als wäre da nur Rosen gefühlt. Also auch echt praktisch. Ich bin sogar, bei den Männern brauche ich das nicht machen, da sind zu viele Leute am Tag auf der Toilette. Aber den Frauen mache ich sogar so faltig wie in Hotels, weißt du, so, damit ich Das weiß, ob es Papier. überhaupt benutzt wurde. Weil sonst putze ich jedes Mal eine Toilette, die vielleicht gar nicht genutzt wird. Weil jeder hat so eine Favoritentoilette, wenn man, ich sag mal, in ein Laden geht, wo man immer wieder hingeht, hat man irgendwann so eine Favoritentoilette. Hast du auch, Ja. oder? Hat jeder. Wenn man so drüber nachdenkt, ja. Auch wenn du, ich sag mal jetzt, in einem Fußballstadion pinkeln gehst, es gibt Regeln und es gibt Verhaltenskodex bei den Männern, zum Beispiel, dass immer ein Urinal frei bleibt. Oder man nimmt halt eins, wo man weiß, okay, ich habe links keinen Typen mehr, der mich nervt. So, und bei den Toiletten nimmt man eigentlich das, was am weit entferntesten weg ist von Tür und auch Waschbecken, damit du im besten Fall so viel Ruhe wie möglich hast. Ja, das würde ich so bestätigen, ja. Ja, das ist mal wieder eine Theorie von mir hier. Und ich wette, da finde ich jetzt viele in den Kommentaren, die mir da zustimmen. Außer dem alles egal ist, der nicht mehr die Tür abschließt und voll losdonnert. Nee, das einmal dazu. Sonst mal lieber. Wie geht's überhaupt, ein Mike? Es ist komisch, Jo. heute Mike immer zu sagen und nicht den Dicken zu sehen. Ja, du gewöhnst dich dran. Kein Problem. Haare Ja, mir geht's passen. gut. Ich war jetzt, bin jetzt in der 7. Woche ohne Training. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ich hatte nach, nee, ich hatte schon vor Gera, nach der Ostdeutschen, eine Woche so ein bisschen Erkältung. Das war das erste Maiwochenende. Dann am 2. Maiwochenende war Gera. Danach lag ich 2 Wochen flach mit Fieber, hatte so eine bakterielle Infektion, musste dann sogar Antibiotika nehmen. Das hatte ich seit 2008, als ich mir die Mandeln habe entfernen lassen, nicht mehr. Dann ging es ein bisschen besser. Dann waren wir in Alicante, sind noch eine Woche dort geblieben und auf dem Rückweg habe ich schon gemerkt, jetzt bahnt sich irgendwas anderes an, jetzt ist wieder so eine kleine Erkältung eingeflogen und ich mache die Woche wahrscheinlich wieder keinen Sport. Was ganz gut ist, dann schaffe ich nämlich mehr von der Arbeit, die da liegen geblieben ist. Aber ein bisschen nervt es natürlich langsam schon. Oh. Aber gut, es ist jetzt seit vielen Jahren das erste Mal, dass ich überhaupt nennenswert krank bin. Trotz der vielen tollen Supplements und auch wenn mir dann Leute immer wieder geschrieben haben, nachdem ich das einmal in einer Story hatte,
machst doch hier ständig diese Infusion. Ja, gut, mache ich weiter. Und so richtig Es gefeit ist. vor so einer Krankheit ist niemand, denke ich. Und für das, Nein. was ich in den letzten Jahren an Krankheiten hatte, bin ich zufrieden mit dem, wie ich es davor gehandhabt habe und wie ich es auch weiter handhabe. Also, ne, man kann ganz getrost sagen, die Produkte von HPN haben ihre Daseinsberechtigung, allesamt, wie sie da sind. Jeder will in sein Einsatzgebiet, aber es sind keine Wundermittel. Also, das Multicore Nee. wird einen nicht auf ewig vor in Viren und Nee, das Bakterien nicht. Aber ich habe beschützen. jetzt zum Beispiel, das habe ich jetzt gemacht, weil ich es vorher nicht mehr hatte. Ich habe jetzt, nachdem das hier wieder Richtung Erkältung ging, das NAC ein bisschen hochgefahren. Das ist so eine Vorstufe von dem Glutathion, was ich sonst in einer Infusion nehme. Das, denke ich, macht sich schon bemerkbar. Ich fühle mich richtig fit. Ich bin zwar jetzt ein bisschen erkältet, aber ist nicht vergleichbar mit Flachliegen mit Fieber. Also ich kann ganz normal arbeiten und alles. Das passt schon. Also das Produkt kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und es ist auch deutlich günstiger als die inhaltlich gleichen Apothekenprodukte. Das stimmt. Ne? Also, mit anderen Worten, kauft NAC mit Code Und Anwalt. oder Da musste ich jetzt gerade überlegen, aber es war Code Anwalt. ist richtig, ja. Ne? Sorgt dafür, dass Oder Mike später wieder was zu essen kriegt, damit einen er seine verlorenen Kilos anderen, wieder kriegt. genau. Nicht unwichtig. Ja, Aber ansonsten. kleine Überleitung zum NAC könnte man da fast machen. Du bist ja Ja, was auch. für eine gelungene Überleitung. Stimmt, da gab es eine Frage. Ich mache die mal gerade auf, dass ich. Die fand ich nämlich interessant. Ja, du hast mir auch schon ein bisschen was rübergeschickt. Und das ist Ja. etwas, du bist ja Chef in NRC Ich Ost. bin der zweite Vorsitzende im NAC Ost. Der erste Vorsitzende ist der Birk Luther. Also ich bin da im Vorstand jedenfalls. Und die Frage, die da heute in der Fragerunde kam, war, für wen eignet sich, nee, für, naja, mit, vorgelesen, ohne sämtliche Fehler. Für wen eignet es sich, beim NAC zu starten? Mir kommt es vor, als wäre der NAC wie eine eigene Sekte im Bodybuilding. Naja, also Soll der ich mal zweite Teil der Frage. Ich würde meine mal deine Wahrnehmung? Wahrnehmung vielleicht zuerst mal abfragen, denn meine ist ja doch ein bisschen subjektiv und Also ich voreingenommen. finde sowohl der NRC als auch der DBFV als auch die NPC sind ja sowieso einzelne Verbände. Also, ne, die gibt es schon und der NRC ist jetzt auch nicht gerade neu und ich würde sagen, ist nach meiner Wahrnehmung auch gewiss keine Sekte. Sie haben natürlich genauso wie der DBFV quasi eine Historie und eine Geschichte. Und viele der ersten, ich sag mal, Namensträger, die sich diesbezüglich dazugehörig gefühlt haben, sind ja auch noch aktiv beim NRC und auch beim DBFV. Ne? Also jeder, der schon mal auf solchen Wettkämpfen war, weiß, ich glaube, bei euch gibt es das auch. Ihr habt auch so Jackets quasi, die dazugehörigen, wo man aussieht wie früher hier bei Hausmeister Krause vom Dackelclub. Die hatten auch alle so eine Anorak-Dinger an. So, und hatten Es dann ist sogar verschiedene. freigestellt. Also wir haben eigentlich nur eine Krawatte, aber das, ich finde, gehört auch Ja, zum guten Ton irgendwie. und zur Etikette als Jurymitglied, jetzt nicht im Jogginganzug mit einer Krawatte da zu sitzen. Das. Ja, aber ich muss sagen, ich war jetzt auf drei, vier Meisterschaften vom NRC. Ich muss ehrlich sagen, ursprünglich hatte ich, als ich noch ein DBV-Athlet aktiver war, und den NRC habe ich da immer so ein bisschen belächelt. So nach dem Motto. Der NRC ist der kleinere Verein, dann kommt DBFV und da gab es NPC hier noch gar nicht. Mittlerweile muss ich sagen, hat sich das alles mehr oder weniger komplett als Humbugen herausgestellt. Beide Vereine haben Top-Athleten, beide Vereine haben bescheidene Anfänger. Genauso wie die NPC. Also damals hat man vielleicht aber auch einfach durch Hörensagen anderes wahrgenommen. Wenn man beispielsweise in Richtung Coach-Lager im DBFV war, war der NRC natürlich so. Ja, das sind so, ne, die braucht ihr nicht beachten, so nach dem Motto. Und andersrum war es vielleicht ähnlich, da habe ich nur keinen Bezug zu gehabt. Aber ich muss sagen, ich war zum Beispiel auf der Norddeutschen Meisterschaft letztes Jahr und die fand ich, also ich habe noch nie gesehen, dass eine, was war das, eine regionale Meisterschaft mit so einer Halle so voll war, dass die Leute am Ende nicht alle rein konnten zum Zugucken. Habe ich noch nie erlebt. Also, und die standen ja sogar noch hinter den Sitzplätzen Ja. reihenweise dahinter. Und dann dachte ich so, wow. Also, Ticketverkauf läuft. Und dann denkt man sich so, das ist ja aber gar nicht die NPC hier heute. Weil von der Qualität waren, ich sag mal, viele halt nicht so super Athleten. Es waren ein paar tolle Athleten dabei. Also, ihr habt ja auch, ich sag mal, ein paar gute Coaches, die mir jetzt einfallen würden, die auch regelmäßig NRC-Leute starten lassen, wie jetzt zum Beispiel der Jan Saffe, der hat immer relativ viele Leute, die ich so mitbekomme.
Zumindest ist das Woiwod hat auch immer welche dabei. Das waren so zwei von den bekannteren Bodybuildern, die ja halt einen auch aufgefallen sind. Und sonst habe ich jetzt nicht so viele Namen da parat. Ich habe noch so ein, zwei im Kopf, da kommt eher immer so Kauderwelsch bei rum. Aber das sind auch lange NRC-Legenden, könnte man sagen. Da bin ich coaching-technisch dann nicht so von denen überzeugt, von den Athleten und auch den Coaches selber. Aber Ja. ihr macht da eine ganz coole Sache eigentlich. Manchmal ein bisschen langgezogen, das Gerede der Vorstandsleute, das ist beim DBFV und beim NRC immer gleich. Also die Leute, die am wenigsten nach Bodybuilding aussehen und so eine Jacke anhaben, die reden immer die ganzen Floskeln von damals auf. Das ist so typisch deutschmäßig. Opa erzählt noch Geschichten. Das Aber ist. ist ganz gut. Also ich würde mal sagen, also als Sekte würde ich es natürlich nicht bezeichnen. Und die Frage, auf die ich es jetzt runterbreche, für wen eignet es sich dort zu starten, das hängt meines Erachtens auch ziemlich stark von der Klasse ab. Also die letzte Saison, die ich mitgemacht habe, war ja der letzte Herbst und da gab es schon leistungstechnisch ein ziemliches Gefälle zwischen den Klassen. Also ich fand die Männer-Bodybuilding-Klasse und die Klassik-Physik fand ich wirklich sehr gut besetzt. Und wenn man sich die Bilder mal online anschaut, da würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendjemand völlig außer Form aufgetreten ist oder jetzt nicht die Idee hätte verwirklichen sollen, überhaupt an einem Wettkampf teilzunehmen. In manchen Frauenklassen ist es dann manchmal ein bisschen anders, aber Da habe ich das direkt liegt einen ja Traum. vielleicht daran, wer auch dann den Leuten die Idee ins Ohr setzt, macht doch mal einen Wettkampf. Also was ich häufig beobachte und was die Leute vielleicht für sich rechtfertigen können, was aber meines Erachtens mit Wettkampfsport nichts zu tun hat, wenn jetzt eine Frau, die Übergewicht hatte, gut abgenommen hat und eine normale Figur erreicht hat, vielleicht jetzt nicht unbedingt eine fettfreie normale Figur, sondern einfach eine normale, schlanke Figur erreicht hat, finde ich, muss sie nicht als Leistungssportlerin antreten, neben Frauen, die schon 8, 10 Jahre trainieren und ein richtiges Paket dorthin stellen, mit dem sie meinen, sie sind da konkurrenzfähig und dann steht jemand daneben, der sieht aus, als ob er noch nie ansatzweise eine Wettkampfdiät gemacht hätte. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, sogar schon mal hier in dieser Runde, wo der Mike Zisser noch dabei war. Wie soll man das lösen? Soll man im Vorfeld dann aussortieren und sagen, machen wir eine Vorsichtung und wer jetzt nicht in Form ist, der macht nicht mit? Also ein Wäre bisschen wie wahrscheinlich auch nicht das Richtige. bei der Ich habe Evo, dann immer wie die oft das ja Hoffnung, dass angeboten das dann wird. schon noch durch die Wertung und am Ende durch die Feedbacks, die man bekommt, gerade wenn halt dann die Bilder alle durch Social Media geistern, den einen oder anderen entweder dazu Ihr habt einen, der kriegt es ermutigt, aber besser nicht zu werden. gemerkt. Ihr habt aber einen im Verband. Also durch den könnte man sagen, also schlimmer geht nicht. Ich will jetzt keinen Namen nennen, Wir haben sogar aber mehrere im Verband, bei denen das so ist. Aber es ist ja, wenn man sich Fotos anschaut beim DBFV, genauso, dass da manchmal Totalausfälle daneben stehen und man sich wundert, warum die überhaupt an so einem Wettbewerb teilnehmen. Und ich habe ja nun in Gera auch eine Regional von der NPC gesehen und was da in der ja, es war Bikini-Klasse zum auch. Teil stand, war auch nicht besser, so würde ich Also ich mal würde sagen. Ich sagen, hatte von den finde. ganzen Athletinnen und Athleten von dem Tag waren vielleicht wirklich 10 bis 12 von den gesamten, die da waren, wirklich fertig Ja, und gut. wobei man natürlich da wieder sagen kann, diese Regional hat ja nur den Zweck, dass man sagt, ich habe ein Regional gemacht. Und dann kann man halt irgendwann im Laufe des Jahres an einem Pro-Qualifier teilnehmen. Und wenn man so an die Sache rangeht, dann ist es ja auch egal, wie man da ausgesehen hat. Das ist vielleicht ein Problem derer, die das veranstalten. Aber was führt natürlich vielleicht dazu, dass jemand sagt, ich stelle mich einfach dahin. Dann kann ich das restliche Jahr frei disponieren, was ich noch so mache. Und wie ich da ausgesehen habe, ob ich da jetzt Letzter oder Erster bin, ist mir egal. So ist es ja beim NRC nicht. Also beim NRC ist es schon so relativ natürlich, die Klasse muss voll sein, sonst nicht. Aber in der Idealvorstellung ist es so, dass die Regionalmeisterschaften die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft sind und die deutsche Meisterschaft dann im Frühjahr die Qualifikation zur EM oder WM und im Herbst die Qualifikation für die Universum. Jetzt kommt noch jemand. Hallo? Das ist Alex, aka Sami. Da haben wir Alex hat extrem zugelegt, ja. So, ich schneide sowieso raus, ich tue nur kurz testen, weil der Ton letztes Mal nicht ging. Hört ihr mich? Oh, wieso? Ich Das höre steht doch dich. drin. Ich höre dich. Hallo. An mir lag es Hallo. nicht. Ich war pünktlich Dann mit lag an allem Alex, hab schon fertig. gehört. Ja. Oh Mann, hi. Es ist dir Hey. verziehen. Gut. Also, jetzt herzlich willkommen, Tiffy. Wir tun so, als gäbe es diese letzten 4 Minuten nicht.
die Sami eventuell rausschneidet, wenn er dran denkt. Andernfalls habt ihr jetzt alle zum ersten Mal Sami so wirklich gesehen in dem Ja. Podcast. Ja. Funktioniert überhaupt der Ton hier drüber? Hört ihr mich? Doch, mein Wir hören Mikrofon dich ist sehr ein bisschen gut. kaputt jetzt. Okay, dann funktioniert alles gut. Okay. Perfekt. Genau, wir tun so, als wäre es alles nicht passiert. Genau, Tiffy, wir sind gerade beim Wir sind gerade NAC-Thema. beim spannenden Thema, genau. Und zwar? Deine Kamera. Naja, ich hatte in meiner Fragerunde heute darum gebeten, dass hier Themen für den Podcast kommen, weil ich mitten Tag irgendwann davon ausgegangen bin, dass wir hier mit Paddy alleine sitzen werden. Jedenfalls war eine Frage, für wen es sich eignet, beim NAC zu starten. Und da haben wir jetzt zunächst mal darüber gesprochen, dass bei allen Verbänden mitunter auch Ausfälle zu verzeichnen sind. Und jetzt war ich gerade dabei zu erklären, wie die Meisterschaften beim NAC ablaufen. Also, dass es Regionalmeisterschaften gibt. Es gibt eine Frühjahrs- und eine Herbstsaison bei den regionalen Meisterschaften, bei der jeweiligen Meisterschaft von den vier Landesverbänden, wo man seinen Wohnsitz hat, kommt man in der Top 5 weiter zur deutschen Meisterschaft. Und im Frühjahr kann man sich bei der deutschen für eine EM oder eine WM qualifizieren und im Herbst für die Mr. Universum. Genau. So. So jedenfalls in der idealtypischen Welt, wenn jetzt natürlich in einer Klasse nur zwei Starter sind und die sind beide schlecht, kommen die Danke trotzdem zum Universum. mit Und Es gab auch schon Weltmeister, die haben gegen niemanden angetreten. ja, das stimmt. Ja gut, aber die WM jetzt, wo ich die letzten Bilder gesehen habe, so ganz schmal besetzt war sie auch nicht, obwohl Älter, das alles zur ältere Zeit, Leute. ja gut, ganz ältere Leute da schon. Wobei ich sagen muss, als ich anfing, mich für Wettkampfbodybuilding im Amateurbereich zu interessieren, war in meiner Bubble der NRC angesagter als der DBFV. Ich habe dann mit dem Thorsten Haller damals zum Beispiel viel zu tun gehabt. Und in den Nullerjahren war das Feld auch ziemlich stark. Da gab es viele Klassen noch nicht, aber in den Männer-Bodybuilding-Klassen, wenn ich mich daran zurückerinnere, war das schon ein richtiges Event und die Hallen waren auch voll. Und ich finde auch die Stimmung jetzt bei uns immer prima. Jetzt im Fontanehaus in Berlin, die Meisterschaften, die sind auch immer ziemlich voll und ziemlich stimmungsvoll, wie man sich es eigentlich wünscht. Die Stimmung in Gera jetzt am 11. Mai war ja auch super, aber da waren halt auch so ein paar Publikumsmagneten, was so Gastposing und sowas angeht. Sowas haben wir in letzter Zeit leider nicht mehr so stark. Ja. Ja, für wen eignet sich der NRC? Also man kann nicht sagen, der NRC eignet sich für jeden, der nicht in Form ist und sagt, woanders habe ich keine Chance, sondern es hängt halt von der Klasse ab. Wenn man jetzt in der Klasse startet, und da kann man sich ja einfach mal die Ergebnislisten der letzten Jahre anschauen, wenn in der Klasse 15 Leute starten, wie jetzt zum Beispiel in der Klasse Physik 1, und man nicht so aussieht, wie man auch bei DBFV und NPC aussehen sollte, wenn man was gewinnen möchte, dann kann man trotzdem mitmachen, aber da wird man jetzt nicht durchmarschieren, nehme ich an. Wenn man dagegen in der Frauenphysik starten will, dann ist man vielleicht sogar die einzige Starterin und sollte sich trotzdem überlegen, ob man da hingehen sollte, wenn man 30% Körperfettanteil hat. Aber das gibt es leider manchmal. Ja, also Also, mein, ja. wenn bei Tiffy und mir die mit der Diät nicht so läuft für den 21.09., dann kommen wir zum NRC vorbei. Ey, meine Ja, wie ganze. gesagt, Paddy macht ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Klassik, richtig? Ja, ich muss Classic machen. Ja, also da denke ich und hoffe ich, dass das Feld nach wie vor ein gutes Feld sein wird. Tiffy Wobei. macht Physik, oder? Doppelstart, Physik und Figur. Physik und Figur. Ja. Ja, na, wir würden uns natürlich freuen, wenn du beim NRC mitmachst. Ja, ich meine, meine ganzen, also die meisten Wettkämpfe, hier stehen ja noch mal ein paar Pokale, sind alle eigentlich vom NRC. Gib mal nichts da mit deinen Pokalen da. Okay, ich weise nur auf die Produkte hier hinten hin. Nee, also Auf mir hat der diese schöne NRC, Lampe. ja genau, nee, mir hat der NRC eigentlich immer gut getaugt. Ich fand jetzt meine Klasse, ich habe ja angefangen in der Bikini. Da habe ich ja nur ziemlich schnell gewechselt, weil ich ja da gar nicht reingepasst habe, aber ich wollte halt damals ja auf die Bühne. Und da war schon viel los. Ich war, ja, mein erster Wettkampf war ja die Frei Classic. Und dann habe ich immer NRC weitergemacht, auch jetzt als Figurathletin immer. Und es hat, ich würde schon sagen, dass es so ein Ding gibt, wann man NRC starten sollte. Und zwar eigentlich für so Menschen wie mich, wo eigentlich so die Proportionen für eine Figurathletin hätten, aber trotzdem besser in der Bodybuilding-Pose wirken. Weil beim NRC ist ja so, in der Figurklasse hast du trotzdem die Bodybuilding-Posen und das ist tatsächlich der Grund, warum ich relativ spät erst zum NPC dann gewechselt habe, weil ich mich mit diesem I-Walk nicht anfreunden konnte. Weil ich bin ja Athletin, wenn ich halt so in der Front stehe, dann sehe ich ziemlich klein aus, aber wenn ich halt in der Doppelbizeps stehe, dann komme ich viel, viel wuchtiger rüber. Und da konnte ich halt beide Sachen miteinander kombinieren. Das hieß, ich war Figurathletin, wo die
Dinger ja auch erwünscht waren mit proportional Ober-Unterkörper, rechte, linke Körperhälfte sollen stimmig sein, aber hatte trotzdem diese richtige Bodybuilding-Pose. Und es hat mir halt so Spaß gemacht, dass ich immer beim NRC geblieben bin. Und ich hatte eigentlich aber auch immer echt ein gutes Starterfeld in meiner Klasse. Mike Ja. würde jetzt sagen, du hast die Pokale nur, weil beim NRC nur Schwache mitmachen. Ja, ist wirklich so. Nein, ich war der, der gesagt hat, dass das nicht so ist. Ja, und es ist auch wirklich so. Also ich muss echt sagen, jetzt auch in der Weltmeisterschaft, wo ich da war, 2022, ich war da voll zufrieden. Vom Starterfeld her. Es hat mir immer Spaß gemacht. Es war immer Konkurrenz da. Es war nie, dass ich von der Bühne runtergegangen bin und habe gesagt, so, ja, okay, dafür hätte ich jetzt keine Diät machen müssen. Ja. Wer weiß, wie unsere Wege im Herbst noch werden. Ja, schauen wir mal. Ja, also bei uns beim NRC im Osten gibt es ja auch Preisgelder. Das ist ja auch für viele das Argument zu sagen, wenn ich jetzt sowieso in Vorbereitung bin und jetzt nicht an dem Wochenende einen kollidierenden, für mich wichtigeren Termin habe, dann kann man ja auch mehrere Meisterschaften bei mehreren Verbänden mitnehmen. Das verstehe ich auch nicht, warum das zum Teil dann wieder so missbilligt wird bei uns, denn am Ende geht es ja darum, dass die Felder, Starterfelder qualitativ hochwertig und auch voll sind. Das zieht auch wieder mehr Publikum, selbst wenn es die Verwandten sind oder so. Ja, aber Und auch am die wollen Ende ja hat einen man ja auch, wenn Wettkampf man, sehen. ja, man hat auch dann schönere Fotos, wenn da jetzt noch ein paar mehr gute dabei sind. Und wenn jetzt jemand kommt, der dann 3 Wochen später eine Pokard gewinnt und hier bei uns alles abräumt, dann, Ja, ja, ich dann ist das meine. eben so. Also bei uns hat er letztes Jahr im Herbst auch einer mitgemacht, der hat dann auf der EVLS den zweiten Platz gemacht hinter dem What's Next Filler hier, wie heißt er gleich? Ja, aber wir wissen Der alle, wie er heißt. Rubiel. Ja. Ja, und. Ja, der hätte sich die Ostdeutsche Meisterschaft vielleicht auch schenken können. Der wollte ja sowieso nicht zur Deutschen, weil es zeitlich nicht gepasst hätte. Aber war jetzt für das Teilnehmerfeld und die Fotos nicht schlecht, auch wenn ich gegen den verloren habe. Aber hat auch trotzdem Spaß gemacht. Es Ja. ist ja auch das, was du sagst. Man will ja auch gegen gute Athleten antreten. Ja, also ich fand sowieso in der Herbstsaison die Bodyklasse und die Klassikphysik super anzusehen. Und das ist mir mehr wert, als was ich manchmal so gehört habe, dass jemand seinen Ausweis extra nochmal neu beantragt, damit er uns unter 75 ist und in der Body 2 starten darf, weil aber erst da kommen nur zwei. Und dann wird man deutscher Meister und hatte keinen, der mitgemacht hat. So, Das Gewichtslimit habt ihr ja hat gar ja nicht, mit ne? Wenn ich Wettkampfgedanken nichts zu tun. bei euch mitmache, gibt es ja gar In der kein Limit. Bodyklasse haben wir nur eine Unterscheidung nach Körpergröße. Und Sehr Ausweis gut. ist ausschlaggebend. Außer international wird dann gemessen, da kann das böse Erwachen kommen. Aber vorher kann man bescheißen nach Strich und Faden. Ja, ich hatte damals beim RC auch Gewichtslimit in der Figur. Ja, da gibt es, also in der Bodyklasse gibt es nur die Unterscheidung nach Größen. In der Klassikphysik gibt es natürlich ein Gewichtslimit, was natürlich abhängig von der Größe wieder variiert. Und in den anderen Klassen meine ich auch, in der Wellness gibt es keins. Bei mir gab es eins, weil ich weiß noch, dass ich in der Türkei dann, da war die Waage in der Türkei, das heißt, ich habe über den ganzen Flug nichts getrunken und gegessen und dann ist mein Gewicht richtig krass nach unten gedroppt. Und dann hatte ich die Waage und danach habe ich ordentlich reingeladen. Ja. Ja. Ja, Aber das war sonst die auch. 21 auf der Universum, war das bei mir so, dass ich ja. Auch im Ausland war ich damals 1,85 oder was, bin ich immer noch, aber durch die Diät war ich doch ein paar Ja, Zentimeter klar. geschrumpft. Wenn das Wasser dann rausgeht, ja, das war dann schon Ja. richtig scheiße. Da muss man ja, Ja. die letzte Woche habe ich dann, glaube ich, nur noch ein bisschen Eiweiß gegessen, weiter nichts und auch Cardio gemacht, nur dass ich das scheiß Gewichtslimit schaffe. Und da war auch bei der Universum zum Glück so, dass man am Mittag des Vortags die Waage hat und da konnte man noch bis zum Wettkampf ein bisschen was auffüllen. Ja, und beim NRC gibt es noch so viele schöne Küren zu sehen. Und man hat auch noch das Powerposing, wenn sich mehr Leute anmelden würden. Das Paarposing, Und wie fand das Sascha ist Mulde ganz jetzt nicht so lustig. toll? Das Paarposing wurde eigentlich abgeschafft im Regelwerk. Aber in dieser Saison gab es wieder eins, weil es ein Paar gab. Das haben einige kritisiert, dass das doch sehr unprofessionell sei, wenn im Regelwerk steht, es gibt kein Paarposing und wenn dann doch ein Paar kommt, wird das einfach gemacht. Denn dann hätten vielleicht noch andere Paare noch mitgemacht, die einfach gesagt bekommen haben mit anderen Landesverbänden, dass es das Paarposing nicht mehr gibt. Aber ich wäre auch dafür, dass das wieder eingeführt wird. Das hat Ja. mir zum Teil auch sehr gut gefallen. Also. Ich kann mich erinnern, manche Jahre, da war das die absolute Attraktion. Da hatte man Gänsehaut, wenn da drei, vier Paare waren. Da waren die, Tiffy, die waren auch bei dir aus der Ecke irgendwo, die sind jetzt nach, ich glaube, nach Zypern Ja, ausgewandert. Weißt wer, oder? Eine ja. Blonde und der mal. Aber du meinst nicht die Jinx, oder? Die Andrea und ihr Mann. Die haben auch Ich noch weiß Paarposing nicht. gemacht. Die haben auf jeden Fall haben die zwei Kinder und leben jetzt im Ausland. Okay, dann, nee, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. War jedenfalls super. Also habe ich noch Ja. von Erinnerung, das müsste 20 oder so gewesen sein. Nee, da war Ja. Corona. Dann war es 19 oder so. Also Nee, Tiffy und ich das. können jetzt also im Herbst Paarposing bei euch noch machen. Ja, und ich wäre dafür, dass ich dich dann so Wenn hochnehme. die Klasse eingeführt wird oder wenn ihr dort startet, ich weiß gar nicht, wo das war, im Westen oder im Süden.
wenn ihr dort startet, wo sich das nicht rumgesprochen hat, dass die Klasse abgeschafft wurde, dann kann man sie auch trotzdem Dann mitnehmen. haben wir unseren Pokal sicher und Mike muss die Klappe halten, dass wir nichts gewinnen. Genau. Nee, also ich sage ja, NAC fand ich immer gut, und was ich auch noch gut fand, war damals, ich war richtig geschockt, als ich dann beim DBLV gestartet bin. Nämlich, da hattest du als Mädel dann auf einmal, du musst die und die Höschenform haben, du darfst nur die und die High Heels tragen mit dem und dem Absatz. Und beim NAC war halt das viel, viel einfacher so. Klar, dass du jetzt nicht nackig auf die Bühne gehen sollst, okay, aber ob da jetzt eine Hose ein bisschen knapper geschnitten ist oder jemand Butterfly oder keine Ahnung, was, kenne mich da auch nicht so aus. Und ich war erstmal so, pff, was für, hä? Und dann konnte ich mein Bikini nicht verwenden. Und es hat mich dann total genervt. Und beim NAC, ob du jetzt Plateau hast oder kein Plateau, interessiert keine Sau so, ja. Das ist halt trotzdem Das noch ein bisschen generell fand ich den, einfacher. also wenn man erzählt, das immer, wie gesagt, aus der subjektiv gefärbten Perspektive eines Vorstandsmitglieds, aber es ist halt auch sehr athletenfreundlich, wenn die Mitgliedsbeiträge 30 Euro im Jahr kosten und ein Startgeld 10, 20 Euro, 30 Euro, irgendwas in dem Ja. Bereich und nicht eine Jahresmitgliedschaft für ein paar hundert Euro und pro Wettkampf ein paar hundert Euro und dann für jeden Pups, den man da lässt, nochmal 100 Euro und mehr. Ja. Also das finde ich bei der NPC schon ziemlich Genau, verrückt. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen wollte, ich konnte es mir auch dato nie leisten, irgendwie MPC zu starten. Und beim NAC zahlst du halt deine Anmeldegebühr und gut ist, und kannst es halt so. Und das ist alles so familiär. Wenn ich überlege bei der Süddeutschen, weil ich komme ja da Stuttgarter Gegend, das ist halt immer so, es sind trotzdem, man sieht immer die gleichen Gesichter dort, man kommt hin, man unterhält sich, man feiert halt so gemeinsam zusammen. Und MPC und DBFV war für mich halt manchmal richtig, richtig komisch, weil ich lag dann da. Klar, wenn du mit den Jahren startest, ziehst du vielleicht doch den einen oder anderen öfter mal, aber es war eher so anonym. Du warst halt nur eine Nummer so. Und beim NAC ist das schon so familiär für mich. Deswegen war es auch richtig schwer. Ich habe ja dann gewechselt zum WFF noch, weil da war auch das mit Figur und Bodybuilding-Posen zusammen. Und da hatte ich ja den Universe-Titel, und da war es dann mittlerweile auch so richtig schön familiär. Aber ich kam immer wieder gerne zurück zum NAC, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann da nichts dagegen sagen. Ich bin ja auch in dem Jahr noch gestartet als Bikini. Da gab es damals noch das Abendkleid. Also ich kenne den NAC halt auch richtig, richtig gut. Das wurde ja dann auch abgeschafft. Da war ich dafür. Abendkleid fand ich auch nicht sinnvoll. Naja, haben sich wohl einige beschwert, dass das auch teuer ist und dann nochmal so ein Fetzen kaufen für Ja, sowas. ja. Und wobei Ja, ich gut, auch noch, ich das. habe es vor Augen, dann die letzten Meisterschaft, wo ich zugeschaut hatte, 2015 oder so, ich glaube, da gab es das auch noch. Das war, Aber wenn du auch ja. überlegst, so ein Abendkleid und dann auf die Farbe rauf, da bist du aber auch echt traurig im Nachhinein. Ja, und vor allem, also mir waren die letzte Saison, wo es das noch stattgefunden hat, da kam jemand hinter die Bühne, hat gemeint, Abendkleid, ja oder nein, wer ist noch dafür? Und dann haben die meisten gestreckt, so nein, bitte schafft's ab, und dann gab es das auch nicht mehr. Ja. Aber NAC ist gut, also an alle, die den Podcast sich anhören, anschauen. NAC ist auch ein super Verband. Also ich war immer zufrieden. Das war Ja. echt ausgiebige Werbung jetzt für den NRC. Also ich glaube, Ja, Mike, da kriegst du jetzt aber einen ordentlichen Boni. davon auch echt mal In Form sagen. von Ehrenamtlichkeit. Naja. Ich Und könnte wo ich dazu jetzt meine. was sagen, aber das mache ich lieber, wenn die Aufzeichnung vorbei ist. Aber Vielleicht muss ich das machen, um erstmal wieder den Ausgleich herzustellen. ja, genau. Wenn wir NRC starten und dann die Deutsche in wie nennt es sich? Walsrode? Waldesrode? Walz? Weißrode war im Frühjahr, ich weiß gar nicht, wo im Herbst Ist das immer ist. früher? Scheiße, weil wenn es dort ist, dann gibt es ein Hotel, da ist drunter ein Restaurant, Cheesy Burger. Und ich habe damals mit dem Burger auch geladen, weil dann hätte ich das wieder gebucht. Dann hätten wir zusammen Cheesy Burger essen können. Jo. Ich muss mal gerade schauen, wo die Deutsche im Herbst ist. Ich habe Ja, richtig die ist in gute Koblenz, Fragen. ist im Westen. Wobei die Halle in Koblenz sehr schön ist, das ist halt diese Rhein-Mosel-Halle, wo das Mercure-Hotel gleich daneben ist. Da hatte ich sogar jahrelang ein Verfahren, wo ich jede Woche zweimal war. Also das Ding kenne ich in- und auswendig, dieses Hotel. Und die Halle, das ist die, in der die Freiklassik stattfindet. Also da ist Ja, bestimmt die Deutsche auch sehr schön, das jetzt war im auch Herbst. schön. Die Frei war auch immer schön. Gerade Da habe ich als jetzt noch erster nicht Wettkampf. getan. Als erster Wettkampf die Frei Classic als Ja. Athletin Ach so, dann Einfach. warst du Oh. bei der Newcomer dann auf der Ja, Frei, oder? ja, ja, ja. Das Wir haben war ja im einfach. Frühjahr die Newcomer auf der Ronny Rockel und im Herbst auf der Frei. Also das ist umgekehrt, Entschuldigung. Im Frühjahr auf der Frei, im Herbst auf der Ronny Rockel. Und die Newcomer-Meisterschaft bei der Ronny Rockel, die hatte ich ja letztes Jahr miterlebt, die war ja vor der Ronny Rockel, wo ich mitgemacht hatte, die war auch wahnsinnig voll. Also da konnte man nicht Ja. mehr treten in der Halle und Backstage und die standen ein paar hundert Meter Schlange, also bei der Anmeldung Ja. und das Publikum, das war schon beeindruckend. Das war im Süden, im Prisma, in Freiberg, am Neckar, das ist natürlich auch ein bisschen eng, aber Ja. umso besser ist dann die Stimmung, wenn so ein Ding voll ist. Das ist natürlich ganz anders als so eine Riesenhalle zu 10% ausgelastet.
Und ich sage ja, ich finde es auch top. Das Einzige, was ich letztes Mal, wo ich bei der Süddeutschen zugeguckt hatte, da war richtig, richtig wenig an Ständen. Weil früher weiß ich noch, wenn ich da kam, da gab es ganz viele Stände, auch mit Klamotten und Riegel und auch so, du konntest dir Semmeln holen, Belegte und sowas. Und da war nichts mehr. Es gab nur noch Kaffee und das fand ich dann richtig, richtig schade. Da war echt nicht Es los, wird fertig. wahrscheinlich, aber wenn es die Süddeutsche war, war es ja wahrscheinlich auch in Freiburg. Das ist halt Genau. nicht so groß. Und ich weiß gar nicht, was das war, eine Deutsche, glaube ich, 2000, 22 oder so. Jedenfalls war es da so voll, da lagen ja die Leute zum Teil unterm Tisch von dem, der die Riegel verkauft hat oder hinter so einem Aufsteller oder so. Ja, Kann mir natürlich vorstellen, dass man das irgendwann dann anders das kann umbauen sein. musste. Also in Berlin ist halt das Schöne im Fontanehaus, das ist so weitläufig und so groß, da gibt es ein riesen Foyer. Da sind dann Klamottenstände, ein Essensstand mit verschiedensten Sachen Ja, und das ist super. das hat dann schon so ein bisschen Expo-Charakter. Wobei es auch mal besser, mal schlechter ist, hängt halt davon ab, wer Ja. kommt. Aber da ist es sogar zum Teil in derselben Halle, einen Tag später dann zur Meisterschaft von irgendeinem anderen Verband, der dann dankbar das übernimmt, was wir da aufgebaut haben. Also da muss man sich, glaube ich, im Amateurbereich nicht sagen lassen, man sei hier irgendwie Ja, der dritte Liga-Verband oder so. also ich finde es auch Hab ich, schade, das habe ich ehrlich sogar mal gesagt. gesagt. Dann komm mal im Herbst zu einer Meisterschaft und dann sprechen wir hinterher nochmal. Ja, aber das ist Das echt habe so. ich echt mal Ich. gesagt, muss ich zugeben. Also das war bevor, ich war auf einer Meisterschaft mal, aber da war auch wirklich, da dachte ich mir, da habe ich zum ersten Mal, da war Sascha noch nicht in seiner Primetime von Star Allüren und hast du nicht gesehen. Da habe ich Sascha auf der Bühne gesehen, dachte mir so, wenn solche Leute hier mitmachen, ne, also. Ja, aber. Wer sagt Backstage nicht, ey du Kasper, verpiss dich, ey? Ja, aber was passiert bei anderen Verbänden? Wenn er mitmacht und ein Startgeld bezahlt hat, dann steht er auch da. Macht er halt Ja, nicht, aber das natürlich, hat ja jetzt mit meiner aber. NRC nichts zu tun. Nee, aber ich dachte mir so. Finde ich auch Es nicht war. cool. Und Es da gibt es noch so ein paar Experten, die auch jedes Jahr wiederkommen, wo ich mir dann schon bei den Coaching-Days immer die Frage stelle, die kommen dann zu den Coaching-Days, wo man ja Posen üben soll und das sieht wieder so aus, als ob sie zum allerersten Mal versuchen, eine Pose zu stehen, haben überhaupt keine Diät gemacht, haben auch keine Muskeln. Also hat mit Bodybuilding einfach nichts zu tun, aber manchen Leuten kann man es nicht ausreden und das ist ja nicht die Schuld irgendeines Verbandes, sondern da müsste man, wie gesagt, so eine Art Vorentscheid vielleicht machen. Aber selbst da würde dann wieder jemand unten, da stand ja der und der auf dem Vorentscheid. Ja. Ja, klar. Tiffy, du hast Fragen vorbereitet. Ja. Mike, das könnte jetzt schlecht für dich werden, aber ich habe ihr gesagt, sie soll sich Fragen ausdenken. Kein Problem. Also ich habe noch einen ganz vollen Fragesticker hier, den mache ich ansonsten dann textlich in meiner Story und ich Ja, hatte jetzt gerade noch mal wir machen eine Story reingestellt. abwechselnd. Wir machen abwechselnd, dass es nicht ganz so schlimm wird für die Zuschauer, Hörer da draußen. Na los. Aber eins kann ich noch eben erwähnen, ne, wenn wir schon beim NRC sind und beim DBV und beim NPC, wo ja wirklich viele Leute Probleme haben, in Form zu kommen. Wir von How to Bodybuild haben ganz tolle E-Books, mit denen ihr in Zukunft Richtig. eindeutig einiges im Vorwege bearbeiten könnt, wenn es um eure Diät geht oder auch um eure Prep, nee, Off-Season-Prep, auch um ein Buch, wo es Alles. abseits darum geht, was ihr alles beachten müsst für die Leute, die zum ersten Mal in Richtung Bühne vielleicht gehen wollen. Also ihr findet in unserem How to Bodybuild Store wirklich jede Art von E-Book, die ihr aktuell dafür benötigt, gerade im Anfängerbereich oder im leicht fortgeschrittenen Bereich ist für euch was Passendes dabei. Um aus euch das Maximale rauszuholen, wenn ihr euch keinen Coach leisten könnt oder möchtet, könnt ihr mit den E-Books auf jeden Fall vieles rausholen. Ist mit allen drei Codes hier vertreten, sowohl mit Code Anwalt, Code Tiffy, Code Paddy bei How to Bodybuild. Könnt ihr sparen und diesen Podcast hier unterstützen, andernfalls auch natürlich bei HPN mit den drei gleichen Codes. So, die Werbung musste sein. Weiter geht's. Tiffy. War voll schön. Hast du sehr gut gemacht. Muss man auch mal erwähnen, weil es sind echt gute E-Books. Ja. So, also, ich hab tolle Fragen raus, was mich wirklich interessiert. Und zwar, wir hatten letztens das Ding mit dem Sami, weil er die ganze Zeit überall jeden filmt mit Kamera. Und dann wollte ich dich fragen, was muss ich beachten, wenn ich im Studio Videos und Fotos mache und die dann öffentlich poste, wenn Leute im Hintergrund sind. Weil Sami meinte, es gibt eine gewisse Personenanzahl, wo man dann auch filmen dürfte und müsste nicht zensieren. Wenn man zum Beispiel irgendwo unterwegs ist auf dem Markt, der hat irgendwas von, keine Ahnung, was eine Zahl gesagt, und dann gesagt, dann ist egal, dann muss er die nicht, dann kann er einfach frei filmen. So. Gibt es das oder gibt es das nicht? Und was ist, wenn ich ein Bild mache und hinten ist einer im Hintergrund? Gute Frage. Also
Vorab geschickt, ich bin Strafverteidiger, das hat nichts mit Strafrecht zu tun. Alles, was ich jetzt sage, ist, erhebt nicht den Anspruch auf absolute Vollständigkeit, weil ich das natürlich im Tagesgeschäft nie mache. Was natürlich richtig ist, man muss unterscheiden, ob man jetzt eine bestimmte Person fotografiert oder ob man sagt, diese Person ist jetzt Beiwerk, wenn man was anderes fotografiert. Also der Klassiker dafür ist, man fotografiert ein schönes Gebäude oder ein Denkmal oder was weiß ich, eine Fußgängerzone, weil man das Straßenbild festhalten wollte, wenn jetzt da auf diesem Bild jemand ist, dann hat er das eher zu tolerieren, als wenn man jetzt ein Porträtfoto macht. Auf der anderen Seite spielt natürlich was mit rein, was man jetzt überhaupt nicht so abstrahieren kann, nämlich irgendein Hausrecht und damit verbunden irgendeine allgemeine Geschäftsbedingung von irgendeinem Fitnessstudio. Wenn da jetzt drin steht, der Nutzer akzeptiert, dass er beispielsweise bei Werbeaufnahmen dieses Studios zum Teil mit drauf ist und ist einverstanden damit, dass das auf dem Instagram-Kanal des Studios verwendet wird, das kommt ja häufig vor. Es gibt ja viele auch so privat geführte Studios, die drehen halt während des laufenden Betriebs so Werbeclips oder machen mal einen Ausschnitt aus einem Kurs oder sowas. Oder gibt es auch bei Kampfsportvereinen, wenn man sowas im Vorfeld unterschreibt, dann tritt man das Recht dieser Sachen, wenn man da eins hätte, natürlich ab. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass das in solchen Bedingungen verboten ist. Dann wäre das vielleicht ausschlaggebend. Da ist natürlich wieder die Frage, ist das überhaupt einbezogen in diesem Vertrag? Also wenn das jetzt da hinten irgendwo im Büro des Fitnessstudios an der Wand hängt in Schriftgröße 10 und nicht auf meinem Vertrag steht und die sagen, da übrigens, das gilt die AGB, kannst du da hinten lesen. Und da stehen jetzt irgendwelche abgetretenen Bildrechte drin, muss man vielleicht nicht damit rechnen, sondern da steht ja vielleicht in solchen AGB eher drin, was typisch für ein Fitnessstudio ist. Und das ginge vielleicht schon zu weit. Dann würde es nicht mit einbezogen, dann wäre das auch wieder nicht gültig. Aber das Feld ist natürlich sehr kontrovers und Kontrovers, das, ja. denke ich, sogar ein größeres Problem ist als die absolute Rechtslage, ist ja, was ist denn, wenn sich jemand jetzt in seinen Rechten verletzt sieht, jetzt den Rechtsweg beschreitet und gegen so ein Video zum Beispiel bei Instagram vorgeht, wo Ja. jemand sich selbst beim Training gefilmt hat und jetzt läuft jemand durchs Bild und findet sich da unvorteilhaft getroffen oder war vielleicht krankgeschrieben und an dem Tag nicht arbeiten oder war Ja. eigentlich arbeiten, hat sich anderweitig Das wieder zum ist der meiste Fitnessstudio Grund. verdrückt. Kann ja sein. Also mag ja jedenfalls berechtigte Interessen geben, dass man nicht im Internet auftaucht, wie man um 13 Uhr beim Sport ist. Dann ist immer die Frage, selbst wenn man am Ende recht hätte mit dem, was man da gemacht hat, wenn man sich den Ärger antun, sich Ja. jetzt in einen Zivilrechtsstreit zu begeben mit so jemandem, wenn der dann noch der Meinung ist, das Recht an meinem Bild hat einen Streitwert von 30.000 Euro, dann sind wir beim Landgericht, da brauche ich einen Anwalt, der kostet auch Geld. Da Ja, würde ich vielleicht okay. lieber den Ärger aus Ja. dem Weg gehen und sagen, ich beharre jetzt nicht auf dem Recht, was ich mir bei Google angelesen habe. Und da muss ich auch sagen, gibt es ja Experten für sowas wie Medienrecht im weitesten Sinne. Die können sicherlich einen ersten Denkanstoß geben, können das wahrscheinlich auch viel besser als ich, weil das, wie gesagt, nicht mein Fachgebiet ist. Aber alle Einzelfragen in dem Bereich werden sicherlich einzelfallabhängig unterschiedlich zu beantworten sein. Und die absolute Gewissheit hat man dann trotzdem nicht. Und da wäre ich immer ein Ein Fan bisschen davon zu vorsichtig. sagen, ich mache es lieber so, dass ich dem Ärger aus dem Weg gehe. Und wenn Ja. ich jetzt im Fitnessstudio zum Beispiel was abfilme, was ich so gut wie nie mache, außer bei mir zu Hause im Keller, wenn ich es machen würde, dann würde ich die Leute einfach fragen, ob sie Ja. was dagegen haben. Oder ich würde halt den Winkel so wählen, dass man sie nicht sieht. Oder ich würde es halt früh um 6 machen oder kurz vor Ladenschluss um 23 Uhr. Da gibt es ja Möglichkeiten. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt einen Rechtsstreit provozieren, zumal in dem Bereich die Rechtsprechung zum Teil auch sehr fließend ist und man gar nicht sagen kann, Ja. nur weil jetzt das Landgericht Hamburg Folgendes entschieden hat, bin ich mir sicher, das Landgericht Cottbus wird das genauso sehen. Kann ja sein, dass ich Pech habe. Und den Ärger würde ich mir dann lieber ersparen. Okay, Vielleicht jetzt nicht die total zufriedenstellende Antwort, aber alles besser, als gut. wenn ich jetzt eine Aber ich würde Richtlinie sagen, gebe das über war ganz ganz gut gut zusammengefasst. Ab drei entschuldige. Leuten auf dem Foto passiert nichts, ist halt jetzt nicht richtig. Okay. Und zweieinhalb, naja, ab wann ist die Person vollständig? Wenn Nein. der halbe Mensch ganz zu sehen ist, dann wäre es die Dann. Dokumentation einer Straftat und das wiederum dürfte man machen. Okay, es kann auch sein, dass die nächste Frage nicht so eigentlich dein Fachgebiet ist, aber ich frage dich trotzdem jetzt mal. Und zwar, ich bin ja dafür bekannt, dass ich manchmal auf richtig dumme Ideen komme. So EAAs durch die Nase ziehen oder Blankman auf irgendwelchen Gegenstände. Und wenn ich das jetzt dann in der Öffentlichkeit ja poste und sich dadurch jemand inspiriert fühlt, etwas Gefährliches auszuprobieren und dann was schiefläuft, kann ich dann rechtlich belangt werden oder nicht? Wenn das dann irgendwas, da tut sich jetzt voll weh und dann ist irgendwas und sagt, ja, das habe ich bei Tiffany Ritter auf dem Account gesehen, die hat das hat mich inspiriert. Habe ich dann dadurch ein Problem oder nicht? Ja, also das geht ja schon fast in Richtung Strafrecht, aber da würde ich mir jetzt zutrauen zu sagen, dass das, wenn dann, eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung ist. Also wenn ich jetzt jemanden zuschaue, der von der Klippe springt und heil unten ankommt und das nachmache und dann tot bin, dann werde ich den nicht zur Verantwortung ziehen können. Zumal es ja bei solchen Spaßvideos
denke ich, offensichtlich sein sollte, dass das jetzt nicht der vorgesehene Verwendungszweck ist. Es steht ja auf EAAs beispielsweise auch häufig drauf, dass man die in Wasser einrühren soll und trinken soll und nicht durch die Nase zu ziehen hat. Wenn man sich dem dann anschließt, was jemand macht, was offensichtlich Klamauk sein soll und davon Schaden nimmt, dann wird man dafür Selber wohl dran selbst schuld. verantwortlich sein. Okay, Also gut. ich würde mich nicht wundern, wenn es da andere Rechtssysteme gibt, die das anders bewerten. Mag ja in den USA so Ja, in den teilweise USA, ja. aberwitzige Schadensersatzforderungen für so einen Quatsch geben, aber halte Ja, ich hier weil. das Risiko für eher gering. Ja, weil ich habe ohne Witz jetzt, wo ich mir die Fragen aufgeschrieben habe vorhin so, dachte ich so beim ersten Video, wo ich den All-In habe, so einen Sami in meinen Mund kippen lassen und es auch in meine Nase und überall so reinging und ich keine Luft mehr gekriegt habe, habe ich davor, war so Super. Triggerwarnung oder so, aufpassen, nicht nachmachen. Und dann dachte ich, ja, muss man das oder muss man das nicht? Es wäre eigentlich mal interessant zu wissen, so. Ja, ist das überhaupt irgendwo die normale Nutzungsweise, die in irgendeiner Anleitung vorgesehen ist, dieses Dry-Scooping? Ich glaube nicht. Also Nee, ich finde eigentlich nicht. das auch wirklich nicht gut. Also klar, wenn man jetzt, was ja ganz viele machen im Auto, sich so ein Booster zum Beispiel das Pulver in den Mund mit Wasser ein bisschen durchspült und runterschluckt, das mag gehen, aber wenn man einmal husten muss oder gähnen muss oder was und das ganze Pulver in die Atemwege gerät, also ich würde das jetzt nicht empfehlen. Also Ja. es ist ja Sehe mehr auch als so ein keinen es ist ja so ein Mehrwert. Trend geworden und dann musste das jeder machen und größer mehr. Dieser Trend ist an mir vorübergegangen. Und wir sind vielleicht aber auch zu alt. Und Ja. ich übertreibe halt gerne mal. Und Tiffy Es ist ist halt sicherlich anders. interessanter und lustiger, sich anzuschauen, wie Tiffy an einem Boosternebel fast erstickt, als wie sie sich jetzt ein Glas mit Booster reingibt. Ja, genau, so sieht's aus. Patti, hast du eigentlich Fragen oder soll ich hier weitermachen? Ich habe nämlich noch die Nein. ein oder andere. Mike hat ja auch ganz interessante Fragen geschickt bekommen. Ja, dann darf er jetzt Und mal selber eine vom Fragensticker na, hier ist stellen. zum Beispiel eine, die ist zum Beispiel auch in Bezug auf Tiffy. Wegen des heutigen Podcasts fände ich das Thema Cardio und Bodybuilding ganz interessant. Es gibt ja mehrere Arten von Bodybuilder in puncto Cardio pro Contra. Also ich bin ja eine faule Sau. Ich eigentlich auch. Nein, bist du nicht. Also du machst mehr Cardio als ich gefühlt in einem Jahr, manchmal in einem Tag. Ja, das schon, aber ich suche mir tatsächlich manchmal Übungen aus, wo ich einfach dann nur, deswegen auch meine umfunktionierte vertikale Beinpresse, wenn es keine gibt, weil ich finde es voll geil, weil dann liege ich einfach nur da und muss Gewicht so nach oben drücken. Deswegen mag ich Beintraining eigentlich voll sehr. Und bei Bizep Curls lege ich mich auch grundsätzlich auf den Boden, dass ich am Turm einfach so curlen muss und nicht das im Stehen, weil dann das ist für Faule. So, ich tue trotzdem was für meinen Körper und Bodybuilding, aber ich darf dabei liegen. Finde ich gut. Also machst du ein Liegefahrrad. Genau. Ja, aber Thema Cardio stimmt schon. Also da bin ich schon, ich bin auch im Training fleißig, das stimmt schon. Aber ich bin manchmal auch faul in Bezug auf Toilette gehen und so, wenn ich pinkeln muss. Also der Herr, der die Frage gestellt hat, weiß jetzt über dein Da Urinproblem weiß er jetzt Bescheid. Bescheid. Gerade wenn du ausgerechnet diesen Jumpsuit auch noch anhast, kann ich Ja. bestätigen. Ist es für Ja. Tiffy echt abwägen, bevor sie hier das Studio verlässt, ob sie sich jetzt vollpisst unterwegs oder ob sie es schafft? Vor allem habe ich ja letztens gemerkt, wenn ich ordentlich schwitze, dann sieht man das nach außen hin nicht, sondern man hat die Suppe nur im Jumpsuit. Dementsprechend ist mir dann die Idee gekommen, wenn ich da rein pinkel, ob das dann auch nach außen hin nicht auffällt. Einfach mal ausprobieren, oder? Aber ich wäre dir ganz dankbar, wenn du das nicht bei mir ausprobierst. Das kannst du Doch, immer bei gerne. dir. Aber um die Frage jetzt mal professioneller zu beantworten, ist bei mir so tatsächlich, dass ich voll der Fan bin von Cardio, aber nur aus dem Grund nicht, früher bin ich immer aufs Rad mit dem Gedanke, boah, ich muss das machen, damit ich zum Beispiel in der Diät mehr verbrauche und dadurch mehr essen darf oder dass es schneller geht. Aber irgendwann mal hat sich mein Gedanke oder meine Zielsetzung geändert. Und zwar, ich habe ja dieses Lipödem an den Beinen. Also diese Fettzellenmutation, Wucherung und dementsprechend immer Schmerzen in den Haxen. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich vom Rad runterkomme, ist so ähnlich wie wenn ich halt Beine trainiert habe. Ich habe so diesen Spannungsschmerz nicht mehr. Ich habe dieses geile Muskelgefühl, diesen Druck, aber diese Schmerzen nicht mehr. Und dann habe ich dieses Ziel im Kopf halt anders gesetzt. Dann habe ich es dementsprechend auch gern gemacht, weil ich wusste, wenn ich aufs Rad gehe, dann tut es mir gut. Also dann tut es meinem Bein gut. Und vorher habe ich mich auch immer aufs Rad ziehen oder zwingen müssen, weil mein Gedanke war, oh, ich muss es tun. Und jetzt mache ich es tatsächlich gern, weil ich weiß, es ist halt gut für mich so. Ja. Ja, Wie also sieht ich es bei mache dir aus, Cardio Mike? jeden Tag. Ich mache früh nüchtern Cardio, eigentlich schon seit Jahren immer wieder.
so eine halbe Stunde und ich versuche mich auch durchzuringen, dreimal die Woche ein Intervalltraining draus zu machen. Also mein normales halbstündiges Cardiotraining ist ja doch eher sehr moderat, aber das Intervalltraining, das haut schon richtig rein und das hat eigentlich Sinn und Zweck, nur Herz-Kreislauf-System zu trainieren, gerade wenn man im Aufbau schwerer wird. Und Ja. ich bin ja einmal im Jahr beim Kardiologen und der lobt das immer sehr und die Ergebnisse da sind auch so, dass ich sage, das ist anscheinend nicht das Schlechteste, was man machen kann. Weiß nicht, ob es schlechter wäre, wenn ich es nicht machen würde. Ich fühle mich damit einfach gut und es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, was Gesundes gemacht zu haben, wo der Ja. Sport an vielen anderen Stellen ja nicht so gesund ist. Und deswegen würde ich das auch jedem empfehlen. Würde ich auch jedem empfehlen. Ich bin zwar nicht unbedingt das Paradebeispiel. Bei dir kommt ja dazu, wenn du jetzt zum Beispiel das Studium machst und hier dreimal am Tag sauber machen musst und den ganzen Tag rumläufst, hast du ja vielleicht sogar schon, was die Schritte angeht, viel mehr Bewegung drin. Das habe ich in Ja. der Regel nicht. Ich fahre ziemlich viel Auto, also sitze viel am Schreibtisch. Also ich komme selten mal auf 10.000 Schritte oder sowas. Also Und da hatte ich ich auch immer nicht. im Forum von Jordan Peters eine gute Sache gelesen. Der hat immer irgendwo geschrieben, dieses Schrittziel, 10 oder 8.000 Schritte oder sowas, das ist ja für Menschen, die sich gar nicht bewegen. Das kaum Bodybuilder nicht. Ein Bodybuilder, der macht Sport und macht normalerweise ja noch irgendein Ausdauertraining und das reicht dann. Aber es gibt halt auch welche, die machen beides nicht. Die machen keine Schritte und gar kein Ausdauertraining und ich finde, das ist nicht gesund. Und man merkt doch, dass man kurzatmig wird, wenn man zunimmt und habe irgendwie den Eindruck, dass das, egal ob man das Breathe nimmt oder nicht, dass das besser wird, wenn man Cardio macht. Ja, aber Paddy, bei dir hast du nicht, du musst die Stufen laufen bei dir im Fitnessstudio, das reicht schon. Warum muss ich Stufen laufen? Weil ich rauche wie ein Schlund. Ich Ja, muss ja runter. aber du bewegst dich, du hast deine Also ich bin sogar Schritte. so faul, ich könnte auch nach hinten zum Notausgang mit dem Fahrstuhl runterfahren, aber das ist mir zu weit, deswegen nehme ich lieber die Treppen. Ja, guck, du tust auch im Kopf trotzdem so abwägen, was, wo kann ich weniger machen und habe das gleiche Ergebnis. Ja, natürlich. Es ist halt, ja, ich habe jetzt ja seit vorgestern bin ich ja in der Diät und habe jetzt 2 Tage Cardio hinter mir. Ich bin ganz froh, jetzt mit meinem eigenen Studio habe ich ja jedes Cardio-Gerät, welches man quasi herkömmlich in Studios hat. Sprich, ich könnte Ja. mir jeden Tag eins aussuchen. Ich bin natürlich ganz ambitioniert und habe mit Gehen angefangen auf dem Laufband. Aber Ja. das hat schon in sich. Ich könnte auch den Ja. Stairmaster nehmen, aber den bewahre ich mir noch als Waffe auf. Ja, ist aber auch richtig so. Bei mir kam auch dazu, dass ich ja davor Physiotherapeutin war. Und wie das jetzt Mike auch schon gesagt hatte, ich habe ja im Krankenhaus gearbeitet, ich habe mein Auto verkauft. Das heißt, ich habe am Tag, bin ich 8 Kilometer zu Fuß gelaufen, dann im Krankenhaus noch rumgesprungen, die Treppen, und dann habe ich noch mein Training gehabt. Und dann habe ich trotzdem morgens in der Offseason wegen meinem Lipödem, wegen den Schmerzen, eine halbe Stunde gemacht, aber manchmal auch abends. Aber jetzt hat sich das ja bei mir beruflich geändert und dann kam ich auch freilich nicht mehr auf diese Schrittzahl. Und deswegen habe ich jetzt halt in der Prep trotzdem ein Laufband mit dazu genommen, eine Stunde, damit ich da halt wirklich auch Schritte mache. Oder morgens, dass ich dann noch eine Runde laufen gehen bald. Weil es tut auch der Psyche gut, rauszukommen. Ja. Ja, also mit anderen Worten, macht euer Cardio, euer Körper wird es euch danken. Gerade wenn ihr, ich sag mal, egal, ob ihr, man kann jetzt auch nicht sagen, so ab 120 Kilo macht man Cardio, weil wenn du nur 1,20 Meter groß bist und 120 Kilo wiegst, wäre auch schlecht. Ne? Also seht zu, dass ihr ne, vernünftig kardiotechnisch macht und seid nicht so ein Idiot wie ich manchmal. Ich bin, was das angeht, ein bisschen faul, gebe ich aber auch zu und weiß, dass ich es besser machen müsste. Jetzt in der Diät mache ich es, auch wenn ich es nicht gerne mache, aber es ist okay. Man kann derzeit seine Fragen und sowas bei Social Media beantworten. Dafür Genau. ist es echt praktisch. Aber ich finde, es hat sich halt auch irgendwie so eingeschlichen, dass Cardio immer gleich in Verbindung zu Laufbahn, Draht, Stairmaster so im Studio gesetzt wird, irgendwie so. Aber du kannst ja auch Cardio mit was Schönem verbinden. Ich habe so zum Beispiel auch Spaß letztens Tischtennisschläger und Badmintonschläger mitgenommen und habe zum Sami gesagt: Hey, lass uns halt, wenn, weil da draußen vor, wir haben direkt vor der Haustür, lass uns, wir haben Und hier. wie ambitioniert hat Sami zurückgehört? Ich stelle mir gerade so eine Katze vor, die einmal schlägt. Er hat erst, wo ich's eingekauft habe, gesagt so, ja, das machen wir dann mit Mike, also mit dem anderen Mike. Und dann ich so, hey, wie meinst du das? Ja, das filme ich ja. Und ich so, nein, Sami, privat mal ohne Kamera, das wir zusammen. Und er so, oh, ach so. Ich so, ja. Und dann habe ich extra geguckt, wo hier aber trotzdem hier ist eine Schule. Da, aber die steht leer und das sind so eine, ist so eine Tischtennisplatte, ist so eine Runde, da kannst du zu viert auch spielen. Und dann dachte ich schon, das wäre so witzig, das halt mal mit zum Beispiel mit Paddy oder mit irgendjemand so ein Format draus zu machen. Maxle spielen, um die Platte rennen. Aber ich Wie meine, heißt das bei Cardio, euch? Maxle.
Okay, hier im Norden heißt das einfach nur Runde. Runde zu spielen. Nee, aber was ich sagen will, du kannst ja auch sowas, wenn dir dann das auf dem Laufband jetzt keinen Spaß macht, dann kannst du ja auch draußen spazieren gehen. Oder dann guck halt, wie was dir taugt, so. Aber in allen beim Sport so. Oder Ja, wobei das tanzen. Spazierengehen ist ja auch bei vielen dann so ein bisschen missverstanden, ne? Die schlendern da ja wirklich durch den Weg und sehen noch einen Stein und kicken den ein bisschen vor sich her und glauben, ja, jetzt habe ich mein Cardio erledigt. Ein bisschen Ja. Puls sollte man schon kriegen. Das auf jeden Fall, ja. Aber ich meine, ich fände es eigentlich auch schön, wenn die Leute halt auch wieder, ja, guck mal, besser sollen sie ein Steinchen draußen kicken, wie halt gar nicht sich zu bewegen wiederum. Wenn er davor sich gar nicht bewegt hat, der Mensch, dann ist das schon mal eine Besserung. Und dann halt auch diese Komponente Spaß. Weil auch jetzt durch den Podcast und so, ich merke halt immer mehr, dass ich bin auch so eine richtig verbissene Athletin gewesen. Ich lege das Muster langsam nach und nach ab und merke halt, dass ich eigentlich davon profitiere, wenn du nicht immer alles im Extremen machst. Also wenn du Spaß im Training hast, wenn du Spaß trotzdem hast, wenn du jetzt sagst, Laufband taugt dir mehr und Rad nervt dich halt übelst, ja, dann mach halt Laufband lieber länger oder so, ja. Also Spaß nicht verlieren daran. Ich glaube, das ist ja der bessere, das treibt dich auch mehr an, wenn du Spaß an der Sache hast. Ja, stimmt. Ja. So, was ist deine nächste Frage auf deinem Hello Kitty Blatt? Auf meinem Hello Kitty. Diedelblatt. Diedelblatt. Kann ich rechtlich gegen jemand vorgehen, der ständig mein Lieblingsgerät im Fitnessstudio blockiert? Nein, sag jetzt Naja. bitte, dass es Ich sage möglich erstmal ist. wieder, dass es kein Eine Zeit für einen Strafrecht ist. Präzedenzfall. Genau. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass. Das ist ja eine Frage der Vertragsauslegung, wie das Fitnessstudio da genutzt werden kann. Und wenn ich jetzt an meinen Standard-McFit von früher denke, wenn man dort um 16 Uhr reingeht, da steht an jedem Gerät eine Schlange. Da wird wohl nicht vom Vertrag umfasst sein, dass man immer sofort an jedes Gerät kommt, was dort steht, sondern dann, wenn es frei ist. Und wenn es blockiert ist, ist es nicht frei. Ja. Okay, das reicht auch mit der Schade. Antwort auf Tiffys Frage. Mann, die war voll gut. Aber was ist jetzt, wenn ich wirklich es nie hinkriege? Gerade McFit, ich habe da in Stuttgart auch eintrainiert. Das war grauenhaft, war auch überall Schlangen. Aber wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe so, und schaffe es aber in 2 Monaten nicht einmal richtig dort zu trainieren, kann ich dann was tun oder auch nicht? Also wie gesagt, ich mache kein Zivilrecht, aber man kann darüber nachdenken, ob das dann schon ein Wegfall der Geschäftsgrundlage ist und man damit aus dem Vertrag rauskäme. Also da würde Ja, ich dann man. vielleicht mit argumentieren. Wenn man natürlich sagt, ich habe das ja abgeschlossen, weil ich 24/7 hier trainieren kann, es wird sicherlich irgendein Zeitfenster geben, in dem man an sein Gerät rankäme. Dann muss man halt morgens um Allerdings 3 gehen. kann man da auch, bin ich der Ansicht, jedes Fitnessstudio befindet sich in einer Immobilie. Jede Immobilie hat ein Brandschutzsystem, beziehungsweise eine Vorgabe an maximaler Personenauslastung. Und sofern du irgendwie an die Informationen rankommst, wie viele Leute maximal sich auf der Fläche befinden dürfen, wie Ja. zum Beispiel in der Pandemiezeit, wo zum Beispiel man da draußen warten musste, das war eigentlich richtig so, weil Ja. wir haben alle ja noch, wir sind alt genug, wir kennen noch das Drama damals auf der Love Parade, was passiert in einem Notfall? Ja, Panik, ja, Und die Panikattacke. Studios, die halt so voll sind und da tatsächlich mal ein Feueralarm oder ein Feuer ausbricht, schwöre ich dir, dass in einem McFit oder John Reed oder FitX in der Primetime Leute es nicht überleben werden. Ja, das ist aber ein krasser Punkt, wirklich. Okay, krass, daran habe ich gar nicht gedacht, aber hast schon recht. Ist gut, ich weiß es jetzt, weil ich natürlich selber ein Studio habe und ich weiß, wie viele Leute maximal auf meiner Fläche gleichzeitig trainieren dürfen, weil sonst der Brandschutz nicht mehr greift, wenn es Ja, hier dann. klasse. So, alle Leute oder alle haben Studio-Softwares und ich weiß, dass hier gegenüber ist ein John Reed, 900 Meter entfernt. Das hat zur Primetime tatsächlich 526 Leute im System gehabt. Ach, krass, okay. Und da sprechen wir jetzt nicht von einem dreistöckigen Gebäude mit, hast du nicht gesehen, wie viel Notausgang. Da Ja. sprechen wir halt von einem wirklich abgeschotteten Fitnessstudio, wo nicht viele Ausgänge sind. Ja. Und zum Teil wirklich halt du, wie dich in einem Fußballstadion Ja. optisch befindest. Ja. Bloß wenn man jetzt den Da Gedanken wäre. weiterdenkt, müsstest du ja dann auf den Fitnessstudiobetreiber zugehen und sagen, ich möchte, dass hier weniger Leute trainieren, aus Brandschutzgründen und Nebeneffekt wäre, dass das Gerät vielleicht frei ist. Bloß wenn du jetzt der 500. bist, der da vor der Tür steht, dann wirst du natürlich abgewiesen. Klar, Ja, das aber ne, stimmt das schon. ist halt, ich sag mal, so aus Studiobetreiber-Sicht. Ja. Schaut euch die AGBs von euren Fitnessstudios an, wenn ihr da unzufrieden seid. Was? Alle haben Lücken im System. Ja, das ist wirklich so. Und dann dachte ich mir auch letztens, also
Ich trainiere ja bei Paddy oft, aber ich trainiere ja auch hier, weil es halt gleich ums Eck ist, wenn es dann mal knapp ist, wie heute von der Zeit in einem anderen Fitnessstudio. Und das sind gerade Umbauten. Da habe ich mir gedacht, also ich wäre jetzt nie so ein Mensch, wo das was machen würde, aber wenn du einen Vertrag abgeschlossen hast und da die Umbauten noch nicht so im Gange waren und das dann irgendwann auftritt, übernehme, gibt es einen gewissen Zeitraum, wo man sagen könnte, da könnte man dann am Preis was machen monatlich, oder gibt es das nicht? Weil man sagt, okay, das ist ja nur für einen gewissen zeitlichen Abschnitt, oder gibt es auch was Längeres? Weil ich weiß, dass wenn du irgendwo zur Miete bist in einer Wohnung und es sind Umbauten an der Außenfassade und da stehen die Gerüstbauer direkt bei dir, dann kann man, glaube ich, auch von der Miete runtergehen. Ja, es wird sicherlich die Möglichkeit geben, da den Beitrag zu mindern, oder vielleicht kommen die einem entgegen und sagen: Gut, wir schlagen hinten dann 4 Wochen drauf. Ja. Wenn man War ja in nie der vorhat zu Pandemiezeit kündigen, auch ist es auch so. nicht so sinnvoll. Ja. Aber es ist tatsächlich so, also wenn ein Studio in den AGB nicht drinne stehen hat, dass Umbaumöglichkeiten, dass man sich in den AGB damit absichert, dass solche Umbaumaßnahmen stattfinden können, kannst du natürlich das Pech haben, dass Leute sich darauf berufen, dass das in den AGB nicht drin steht. Und zum Beispiel Fitness First und Co., die sichern sich halt ab, weil die sind riesengroß, die haben genug Partnerstudios, und dann steht da meistens im Umfeld von 30 Kilometern muss ein Ersatzstudio zu dir zur Verfügung stehen, dann ist unser Vertrag weiterhin rechtskräftig. Das sind ja Fragen an mich. Mach doch mal. Ja. Was ist, wenn ich drei Schlümpfe töte? Was passiert? Oh, okay, warte, jetzt, okay, dann Spannung aufbau. Warte, ich Wo muss ich das gucken. gerade erwähne, habt ihr das Video gesehen, wie Eddie Hall die beiden MMA-Fighter verprügelt hat? Nee. Nee. Eddie Hall hatte zwei 65 Kilo MMA-Fighter als Gegner. Oha, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Warum habe ich es nicht mitgekriegt? Muss mal eintippen bei Mache ich Dings. Es nachher. geht nicht so lange. Der Ja, eine hat so das eine ist Bombe kassiert, der eine hat so eine Bombe von Eddie Hall kassiert, da war komplett aus. Und das den glaube anderen hat er einfach so ich. weggeworfen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das geht flott. 5 Sekunden Video. Aber gut, pass auf, ich baue Spannung auf. Darauf hat jeder gewartet. Verstopfte Fitnessstudio-Toilette. Was passiert, wenn ich die Toilette im Fitnessstudio verstopfe? Kann das Studio mich verklagen? Ganz wichtig. Bestimmt. Wenn das Studio Ja, kranker ist, super. das. Bei der Frage, wo es mich am meisten treffen könnte, sagst du bestimmt. Kannst du eins von ausgehen? Also, wenn du meine Schüssel verstopft, habe ich eine E-Mail an Mike raus. Dann sage ich aber, und ich Dann sage schieb's ich aber zum einfach. Glück nicht meine Baustelle. Ich schieb's dann aber auf den Sami einfach oder so. Gut, dann nehmen Ja, wir jetzt vielleicht. eine gute Frage. Die waren nämlich bei Mike häufiger. Scheinbar haben viele, das ist auch wieder interessant. Da bin ich mir, da denke ich mir auch so: Mensch, Leute, habe ich gelesen, wenn es zur Hausdurchsuchung kommt, gebe ich dann ein bisschen alibimäßig so direkt, damit sie nicht mehr suchen, so nach dem Motto: Hier habt ihr 2 Stück Schokolade, den Rest braucht ihr jetzt ja nicht mehr suchen. Boah. Die Frage kam häufiger: Was empfiehlst du denen? Kameraden, die eventuell das Problem haben, dass sie, ich sag mal, einen Topf voll Gold versteckt haben, in Form von Trenn. Und sie wollen dann nur, damit es ein bisschen sanfter ist, geben sie das MT2 ab. Naja, das hängt davon ab, was gesucht wird. Also wenn im Durchsuchungsbeschluss jetzt tatsächlich drinstehen sollte, die Person hat am so und so vielten bei dem und dem Online-Händler dieses und jenes bestellt, ergibt sich aus irgendeiner Zeugenaussage oder aus irgendeinem Beweismittel aus einem Parallelverfahren und wir suchen genau diesen Gegenstand. Und jetzt hätte man genau diesen Gegenstand da und noch viele andere Gegenstände. Und man gibt jetzt das raus, was die genau suchen, kann man damit die Durchsuchung abwenden. Aber es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass der Durchsuchungsbeschluss anders formuliert ist. Wenn da drin steht, die Durchsuchung soll zur Auffindung von Beweismitteln dienen, zum Beispiel elektronische Datenträger, bla 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 und Medikamente jeder Art, dann suchen die natürlich und dann kann man ja nicht sagen, das, was du gesucht hast, das gebe ich dir, sondern da steht ja dann mehr drin. Noch blöder wäre, wenn du dann was hingibst, was sie nicht suchen sollten. Ja, gut, naja, Das ist gut. wenn du was abgibst, was legal ist, dann werden die sagen, das ist auch nicht das, was wir gesucht haben, denn wegen dieser Sache hätten wir ja den Beschluss gar nicht bekommen. Also jetzt mit dem Nee, aber Beispiel mit damit dem zeigst du ja MT2. schon so nach dem Motto: Komm, ich will euch nochmal richtig verarschen, ich habe ja nur das. Und die denken sich so: Junge, du hast hier eine Liste, dieses Telefonbuch lang, und du kommst hier mit MT2 um die Ecke. Aber es gibt ja ähnliche Fälle, wenn man zum Beispiel was geklaut hat und jetzt wird genau nach diesem Fahrrad zum Beispiel gesucht und man hat das Fahrrad da, man hat auch noch eine Waffe und irgendwelche Drogen zu Hause.
dann kann man die Durchsuchung nach dem Fahrrad abwenden, wenn man das Fahrrad rausgibt. Und wenn tatsächlich im Durchsuchungsbeschluss das Fahrrad gesucht wird, dann ist die Durchsuchung an der Stelle erledigt. Das sollte man dann schon machen. Und es ist jetzt nicht auszuschließen, dass es so einen Beschluss gibt, wo drin steht, am so und so vielten hat der, weiß ich, drei Ampullen das und das bestellt. Und die werden jetzt gesucht. Und wenn man jetzt diese drei Ampullen rausrückt, ist die Durchsuchung auch abgewendet. Muss natürlich der Staatsanwalt, der den Durchsuchungsbeschluss beantragt hat, so kurzsichtig gewesen sein, dass er nicht allumfassend nach Beweismitteln suchen lassen wollte. Und der Richter muss das auch noch übersehen haben. Ansonsten kann der noch reinschreiben, was da immer drin steht. Also, der hat ja sicherlich einen Standardtext und da steht fast immer drin, Gegenstände, die als Beweismittel von Bedeutung sein könnten. Und dann ist es schwierig zu sagen, mehr Gegenstände, die als Beweismittel in Betracht kommen, habe ich nicht. Also in der Praxis wird das wahrscheinlich nie gelingen, es sei denn, man hat wirklich so einen Fall mit einem geklauten Fahrrad oder es hat jemand bei irgendeiner Straftat irgendeine Jacke getragen und man will die auf DNA-Spuren oder Blut untersuchen und man gibt dann genau diese Jacke hin, das kann man ja auch machen. Wobei man immer noch sagen könnte, das ist vielleicht eine andere schwarze Jacke, wir suchen jetzt alle schwarzen Jacken, die der hat und suchen trotzdem weiter. Also das wird in aller Regel nicht funktionieren. Du hast gerade mehrfach erwähnt, wenn man online was bestellt. Ich habe immer häufiger, jetzt höre ich, dass Leute online Sachen bestellen. Es scheint ja mittlerweile so ein bisschen wieder Trend zu werden, obwohl hier und da immer wieder was hochgenommen wird und alle dann zu Hause denken, oh mein Gott, hoffentlich haben die jetzt nicht meine E-Mail-Adresse auch da. Würdest du sagen, dass das saudämlich ist oder nur so mitteldämlich, weil immer genug Leute durchkommen? Mitteldämlich. Naja, es hängt natürlich davon ab, was man bestellt. Es gibt ja Sachen, die, Also ich meine jetzt nicht ja. das, was du theoretisch in Minimaldosierung besitzen darfst, beziehungsweise Ja, die also jeder, der was TB500 bestellt, und wovon so. er jetzt weiß, er darf das in dieser Menge weder besitzen noch damit Handel treiben noch sonst was, der riskiert natürlich, wenn es auffliegt, dass er ein Strafverfahren bekommt. Aber es gibt ja sicherlich viel, und ich habe ja ziemlich viele Mandanten aus der Ecke, scheint halt viele Menschen zu Komisch. geben, die anders überhaupt nicht an sowas ankommen würden. Wenn die jetzt niemanden kennen, der denen das auf der Straße verkauft oder bei dem sie es im Laden abholen können, dann bleibt ihnen ja nicht viel übrig, als das irgendwo im Internet zu bestellen. Und das scheint wirklich eine riesen Dunkelziffer zu geben, wo das gut geht. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder oder jeder Zweite erwischt würde. Wenn ich überlege, wie viele Anfragen dieser Art ich pro Woche Naja, bekomme, dann klar. ist es schon wahrscheinlich so, dass das Allermeiste durchkommt und vielleicht auch viele sagen, egal, ich riskiere es jetzt einmal. Oder die sagen zum Beispiel, ich bestelle jetzt einmal für ein ganzes Jahr und für diesen Zweck besorge ich mir irgendwo eine andere Adresse. Ich habe irgendwo ein leerstehendes Haus, da schreibe ich jetzt einen Namen ran, schicke dreimal ein Paket hin, dann kommt es jedes Mal an und beim vierten Mal bestelle ich das, dann mache ich den Namen wieder ab und das war's. Aber allein schon die Tatsache, dass ich eventuell für ein ganzes Jahr etwas vorordern würde, bei einer Ja, ist Firma, die natürlich keine keine gute Idee. Rezension vorzuweisen hat, ne? Da denke ich mir auch so, Naja, nicht nur ja. nicht. Das vielleicht noch, das kann man ja vielleicht noch ausschließen, wenn man da irgendwie aus der Mund-zu-Mund-Propaganda aus dem Kollegenkreis irgendwie einen guten Tipp bekommen hat, aber auch dann so viel irgendwo lagern zu müssen, das ist ja schwierig. Da wird einem schnell Handel treiben, denke ich mal, unterstellt. Das Ja. ist aus vielen Gründen nicht zu empfehlen. Aber klar, die Beobachtung, dass das jetzt wieder ganz gehäuft auftritt, mag auch damit zusammenhängen, dass das ja zum Teil auch so beworben wird, also wäre es völlig legal. Also in der Instagram-Werbung kommen ja zum Teil Ja, genau. Peptidchips jeden Tag vor oder so, und das ist ja auch fast alles nicht legal, was da so verkauft wird. Also ich wollte auf eine Sache eingehen, weil ich hatte einen Ex-Partner, da habe ich dann so eine ganze Zolldurchsuchung mal mitgemacht. Und das war schon auch krass, weil da ging es halt auch um eine größere Menge wegen Vorbereitung. Und dann war auch so, dass er selber quasi das vertickt. Und die sind dann aber in die Bude rein, während wir gar nicht anwesend waren. Also er war auf Arbeit, ich war auf Arbeit, aber bei mir war es so, mir wurden auch 3 Monate oder sowas komplett observiert. Bei mir war ja dann natürlich, du hast gesehen, ich bin bei mir nach zu Hause rein und das ist schon beängstigend, weil die haben die komplette Bude halt auseinandergenommen. Und freilich, wenn die dann was finden, dann bleibst du ja selber auch auf den ganzen Kosten dann sitzen, ja? Weil ich glaube, wenn die nichts finden, dann ist auch noch mal so, dann müssen die, glaube ich, den ganzen Schaden dann auch ersetzen. Kann es sein? Ich weiß es nicht, irgendwie so. Naja, das ist ein ganz leidiges Thema. Also es gibt dann eine Grundentscheidung, dass man einen Entschädigungsanspruch hat und wenn es dann um die Höhe geht, da kann man sich Jahr und Tag streiten. Und Ja, ich habe da und jetzt keinen kennengelernt, der Plus gemacht ja, und bei uns, also hat. damals war das aber voll krass, weil ich kam da halt
war für mich eh alles Neuland und dann gleich sowas. Und du hast gesehen, die Bude war komplett echt zertrümmert, das sah aus. Aber alles, was halt, wo die gemerkt haben, okay, das ist von einer Frau, also mir, weil auf mich war damals kein Verdacht oder sowas. Ich wurde quasi mit als Partnerin nur observiert, wann, was mache ich, bla bla bla. Ich habe das Ganze auch durchgelesen, es war so ein Schinken, die wussten alles. Und die haben aber alles, was meine Klamotten war, fein säuberlich, mein Laptop war nur hochgefahren, da hat man gar nicht weitergeguckt. Und es war halt so schockierend, weil um das, was es sich gehandelt hat, war halt alles wirklich fein säuberlich dort drapiert auf einem Regal. Aber trotzdem haben sie halt trotzdem alles kaputt gemacht, weil Patifon meinte, ja, es ist dann besser, man gibt es so raus. Also die haben komplett das ganze Haus trotzdem oder die ganze Bude trotzdem durchsucht, obwohl man gemerkt hat, eigentlich ist das alles so, ja. Ich Trotzdem glaube, wurde du hast ja alles nicht. Ich kommen. glaube, du hast auch da dann richtig. Ich könnte mir vorstellen, wäre das mein Job und ich bin dann da zugange und ich habe was gefunden. Das wäre dann so wie Ostern, weißt du? Du hast immer die Hoffnung, noch ein Ei zu Warum auch finden. nicht? Wie heißt das Ding, wo man so eine, gegen so ein Viech schlägt, wo dann so aufplatzt? Piñata. Genau, so wärst du. Da muss doch irgendwo was Ja, oder du gehst mit 5 Leuten rein, alle haben was gefunden und du nicht und du willst auch was finden. sein. Ja, genau, so stelle ich mir das auch vor. Ja, aber danach hast du auch einen absoluten Dachschaden. Allgemein, weil du mal merkst auch, ich war halt damals geschockt, so von dem hier. So technikmäßig, weil ich habe das halt durchgelesen, weil ich wollte halt wissen, was die da alles dann gucken und so. Wirklich nicht nur Chatverläufe so, wo man geschrieben hatte oder Audios oder weiß das ich, was es heutzutage gibt an verschlüsselten Chat-Dinger-Möglichkeiten, sondern auch Gespräche. Ja, das war die Zeit noch, wo man hinten ein Handy aufmachen konnte und das Ganze rausbauen. Es waren Verläufe drauf aufgelistet, wo halt das Handy nur anwesend war, aber die nicht dokumentiert wurden. Also die wurden weder runtergeschrieben, noch angerufen, noch Sprachmemos, sondern man hat die Konversation geführt und dann war das trotzdem aufgelistet. Und da dachte ich mir so, wow, krass, richtig, richtig heftig. Weil es gibt ja die einen oder anderen, die dann so, wo man sagt, okay, Querdenker oder voll fanatisch oder voll bekloppt. Da ist mir schon auch anders geworden, wo ich dachte, okay, wenn jemand was wissen will über dich, dann kriegt das eh alles raus. Ja. Das Ja, deswegen stimmt. denke ich, gucken die dann auch, wenn du dann dastehst und sagst, ich sag dir, ich habe nur MT2. Dann gehen Es ist die auch rasten. unterschiedlich, wer jetzt da kommt. Es gibt welche, die sind da sehr motiviert und es gibt auch welche, die wollen schnell fertig werden. Ja, Da Gott, kann keine man Ahnung dann davon. halt Glück oder Pech haben. Naja. Ja, das schon. Und dann habe ich auch noch eine Frage. Und zwar, oftmals ist ja bei Party Mighty über so Online-Gedönsens, dass es immer mehr wird. Was ist, wenn auf so einer Website, wo man sich so Zeugs holen kann, zum Beispiel jetzt gerade Fatburner, da wird was angezeigt, das holst du dir irgendwo, ist aber eigentlich illegal bei uns in Deutschland. Aber dort wird es nur als Fatburner bezeichnet und du kennst dich aber nicht so gut aus und bestellst es. Und dann kommt jemand und sagt, du, das ist illegal. Und du sagst so, ja, ich habe das aber nur von der Website bestellt, wo es aber als legal gezeigt wird oder nur als Fatburner oder nur als Super-Eiweiß. Was ist dann? Trinkst du da eine Schuld oder nicht? Naja, also es gab ja Leute, die ihr auch kennt, die Fatburner en masse verkauft haben und da richtig abgefasst haben für. Also gerade so diese Ami-Supplements, wo es dann teilweise auch nicht richtig deklariert war, was da drin ist, oder Trainingsbooster oder solche Sachen. Am Ende muss man natürlich einen Vorsatz haben. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Fatburner bestellt, wo drauf steht, das ist auf Pflanzenbasis, irgendwelche Kräutermischungen oder was. Ja. In Wirklichkeit war es dann Amphetamin gemischt mit irgendwas. Also, sowas gibt es ja Ja. ständig oder gab es eine Zeit lang ständig. Müsste man dann trotzdem nachweisen, dass man gewusst hat, was das ist. Ist ja möglich mit irgendwelchen, was du gerade gesagt hast, technischen Ermittlungsmethoden, wenn man zum Beispiel dann nachvollziehen kann, was derjenige gegoogelt hat und was er in Ja. Rezensionen vielleicht in irgendeinem Ami-Forum gelesen hat und sich dann gedacht hat, aha, ist ja super, das ist also alles eine Fantasiegeschichte, was da an Inhaltsstoffen steht und in Wirklichkeit ist es das, was ich gerne hätte. Wird er wahrscheinlich ein Problem kriegen. Eine andere Frage ist, was passiert, wenn das jetzt nicht. Also weder ein Betäubungsmittel ist noch Ja. im Anti-Doping-Gesetz steht, dann ist es ja meistens so, dass es zumindest gegen das Arzneimittelgesetz zum Beispiel verstößt. Dann ist diese Einfuhr von dem Krempel, wenn es dann abgefangen wird, eine Ordnungswidrigkeit und dann ist es in der Regel so, dass man ein Bußgeld bekommt und die Sachen eingezogen werden. Da ist man ja dann nicht vorbestraft und ist mit dem blauen Auge davongekommen. Das Zeug ist dann halt weg. Und wenn es Ja, ist halt teuer ein war, unser Lerneffekt. Zahlungsgeld. Ja, ist halt ein Lerneffekt, aber könnte auch schlimmer sein, nicht? Also, Ja. das. Aber das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass viele ihre Doping-Substanzen mit irgendeinem Fantasienamen versehen und jemand, der jetzt in der Szene ein bisschen drin ist, sich denken kann, was da wahrscheinlich ist. Wenn dann sowas kommt und das auch noch so aussieht und eine Analyse ergibt, was drin ist,
Naja, wird schon schwierig, sich dann auszureden, man hat da was bestellt, wo man davon ausgegangen ist, das ist das nicht. Ja. Wenn du jetzt deine Fragen öffnest, Mike, ne? Ich würde mal so gern wissen, was sind so deine ersten Gedanken, wenn du was liest? Weil ich habe vorhin ja welche gelesen, dachte mir nur so, haha. Aber was denkst Also du leider, so ich habe als. jetzt leider nur 4 neue bekommen, seit wir online sind. Ich habe ja noch mal eine Story reingestellt, aber ich habe noch einen Fundus hier. Wenn es sein muss, können wir die noch aufmachen. Ja, es ist ja Aber unterschiedlich, öffne mal aber eine und die. gib mal so deinen ersten Gedankengang dazu. So, eine, die du schon kennst oder eine, die noch nicht aufgemacht Nö, eine, wurde? die wir noch nicht kennen. So, dann Schlimmer wie machen wir meine die Fragen kann auf. es nicht sein. Haftbefehl, wegkriegen, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr seit 3 Monaten auf der Flucht. Was denkt man Ja. da? Also, Immerhin so, hat du er bist am Arsch oder was denkt man? in seinen 3 Monaten Flucht immer noch ein Smartphone und kann bei Instagram Fragen stellen, also läuft die Flucht ja noch ganz gut. Ja, natürlich, also wenn man weiß, es ist das Haftbefehl offen wegen Fluchtgefahr und man ist gerade auf der Flucht, Dann ist er dann hat man ja gut. so, hat man ja sogar manifestiert, dass die Fluchtgefahr wohl zu Recht angenommen wurde. Wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sich einen Verteidiger zu nehmen und sich zu stellen oder zumindest den Verteidiger aufzugeben, dass er da ein Schreiben hinschickt, der stellt sich dem Verfahren, wir beantragen mal Akteneinsicht und mit einer Meldeauflage oder was, kriegen wir vielleicht den Haftbefehl weg. Mit anderen Verdunklungsgefahr, Worten, muss man halt schauen. melde dich nochmal richtig bei Mike. Ja, Ja, genau, melde dich wollte gerade vielleicht sagen. mal nicht über eine anonyme Fragerunde. Ja, Haftbefehl wegkriegen wegen Verdunklungsgefahr, das hängt natürlich davon ab, was man an Verdunklungshandlungen schon unternommen hat. Wenn man jetzt permanent Zeugen bedroht oder so, sollte man es vielleicht lassen, nicht? Dann kann ja sein, Aber was dass die heißt Zeugen mittlerweile, Verdunklungsgefahr so für Laien? dass man Beweismittel beeinträchtigt, beiseite schafft oder so. Also wenn man jetzt beispielsweise jemanden verprügelt hat und dann den Zeugen beeinflusst oder nicht gegen einen aussagt, könnte man die Verdunklungsgefahr damit abwenden, dass man sagt, der Zeuge soll richterlich verdummt werden. Dann kann im Zweifel später diese Vernehmung eingeführt werden und dann kann man nicht mehr viel verdunkeln. Wäre jetzt eine Idee. Aber da gibt es natürlich viele, viele Ideen. Verdunklungsgefahr auch vielleicht häufig bei Delikten, wo es noch darum geht, so digitale Spuren zu verwischen, was so Finanztransaktionen und sowas angeht. Aber müsste sich halt jemand mit Akte anschauen, aber auf jeden Fall schon 3 Monate auf der Flucht, kann man mal sehen, dass die Fahndung in Deutschland auch kein Garant dafür ist, dass jemand geschnappt wird. Machen wir noch eine? Also ich finde das interessant, so die Ja. ersten Impulse eines Anwalts zu sehen, wenn man sowas liest. Die nächste Frage lautet: Was erlauben Lukas Reger? Was erlauben Lukas Reger? Boah, das ist richtig gut. Ich dachte, ich bin schlecht von der Artikulation. Ich weiß leider nicht, worauf sich die Frage bezieht und möchte nicht spekulieren. Ich habe mit jemandem gesprochen, der von Luca beleidigt worden ist, aber das Thema ist erledigt, habe ich gehört. Dann werden wir das nicht weiter vertiefen. Was von Luca beleidigt wurde? Ja, Geht wohl Luca um war den ein bisschen. Bildungselite-Podcast. Ach so. Luca war ein bisschen im Rage und Ey, das kann ich mir gar nicht vorstellen. er kannte, ich Also, glaube, ich habe wie jetzt schon heißt der, in Ryan den letzten Terry? Tagen so viel Negatives über den Luca gehört, dass also ich kann nichts sagen. Er war nett zu mir und ich kann mir auch vorstellen, dass er zu Recht gewonnen hat bei der Hallo. Olympia-Quali. Also Also. weiß ich nicht, was es da jetzt für Bedarf gibt, den da so runterzumachen. Andersrum muss ich auch sagen, also erst jemanden, den, also ungeachtet dessen, ob ich kenne die Person ja auch nicht wirklich. Ich weiß, dass Mike Sießler wurde mal von ihm gecoacht. Ich habe ihn mal in der Bildungselite Podcast-Folge gesehen, den Herrn, Du meinst den Rhein? der Komponente da, ne, der Na, Rhein Coach. Johnson, ja. Ja, so, der natürlich jetzt für jemanden wie Luca, der ihn nicht kennt, wirkt der so wie der klassische Fußballcoach an der Seite, der Co-Trainer, der den Fila-Anzug anhat, der nicht passt. So rein optisch, ne? Ich meine, er weiß selber, dass er jetzt kein Starathlet ist, dass er ist ein guter Coach, hat, glaube ich, auch schon gute Erfolge erzielt. Aber wenn Luca natürlich zum 100. Mal hört, ey, das war zu Unrecht, der war schlecht, da und da sind andere besser, dann denkst du auch irgendwann so. Und dann hörst du das halt, ne, wie bei Fußballern. Wenn du den Elfmeter Ja. verschießt und dann sitzen da 80.000 Klopse auf der Tribüne mit Bratwurst, die sagen, der Ding hat dich locker reingezimmert, Oh, denkst du irgendwann, halt die Fresse, so denkst du dir ja. einfach Ja, irgendwann, ist ne? aber wahr. Dann geht doch mal Ja. runter und macht die Sachen mal selber so. Weil von außen ist das immer alles so einfach. Da verstehe ich, dass er auch mal, dass ihm da ein bisschen die Wutschnur geplatzt ist. Es war andererseits Kritik, die darf er ja äußern, aber irgendwann, ne, ich meine, das war jetzt so sein Ja.
sein Die Tag. Reaktion war halt total unangemessen von der Wortwahl her und außerdem muss man auch drüber stehen. Also wenn man ein Profi ist, der sich gerade für den Olympia qualifiziert hat, man muss ja nur mal schauen, was bei den anderen da in den Kommentarspalten steht. Wenn sich da jeder so drüber ereifern würde, da würde er Aber ich bin durchdrehen. ehrlich, als ich Ja. 22 war, hätte ich genauso reagiert. Also meine Also, Seifenblasen hat er na gut. ausgehalten, ne, wo ich ihn genervt habe. Also man darf eins nicht vergessen, er ist noch ein junger, erwachsener Mensch, so der mit 32 hätte er sich mit Sicherheit anders verhalten. Ja, das ist Aber ich so. mit 22 hätte genau das Gleiche wahrscheinlich gesagt. Fände ich noch asozialer. Ja. Aber nur weil ich zu der Zeit einfach auch noch jung und ja, ein bisschen asozial war. Nicht so Vorzeigebürger wie jetzt. Ja gut, was hast du noch Schönes? Das war interessant. Ja, und ja, das war sein erster Ja. Gedanke. Also die Frage hier lautet, fände es mega, wenn du was sagen könntest zu den meines Erachtens sehr häufigen Todesfällen im Bodybuilding, wo die Athleten meist sehr jung sind und soweit ich weiß, auch auffällig viele gegen Corona geimpft waren. Oh, da hast du ja gleich richtig viele Ja. Sachen reingepackt bekommen. Ja, das ist eine super Frage. Also Naja, grundsätzlich also. kann man das eigentlich verallgemeinert beantworten, dass in der Bodybuilding-Szene oder auch in der Profisport-Szene viele Leute jung sterben. Das passiert tagtäglich mit genauso vielen jungen Leuten, die einfach nicht in der Szene bekannt sind oder auch nicht sportlich bekannt sind. Das passiert auch bei den Leuten, die sich vorbildlich ernähren, keine Steroide konsumieren, nicht rauchen, nicht trinken, die fallen auch mit 31 vom Pferd und sind leider auch tot. Also das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt durch die Pandemie irgendwo, klar, es gab jetzt vielleicht mehrere, bei denen es aufgefallen ist, die leistungssportbezogen trainiert haben, aber wie viele Supersportler in anderen Ländern kriegen wir tagtäglich nicht mit, die von uns gehen. Also ich würde sagen, das kann man jetzt nicht irgendwie verallgemeinern, dass die Bodybuilder jetzt gerade wie die Fliegen sterben. Es gibt einfach zigtausendmal mehr Bodybuilder als vor 20 Jahren und die stehen auch noch alle mit Social Media, alle miteinander mit der Welt verbunden. Natürlich kriegt man das jetzt mit, wenn in Peru ein Athlet stirbt. Das kriegst du jetzt mit. Vor 20 Jahren hättest du nicht mal gewusst, wo Peru liegt wahrscheinlich. Also ist so mein Ja. Empfinden. Ich finde es halt Schwachsinn zu sagen, jetzt sterben mehr als sonst. Es ist auf jeden Fall ein derart weites Feld, dass man es nicht erschöpfend in so einem Podcast diskutieren kann. Und klar ist es so, dass man es vor ein paar Jahren ohne diese Vernetzung überhaupt nicht mitbekommen hätte und deshalb nicht gut vergleichen kann, wie es damals gewesen ist und ob es jetzt mehr Todesfälle gibt oder nicht. Auf der anderen Seite habe ich schon viel Verrücktes gelesen, was so ist, unabhängig von der Impfung, was an Spätfolgen nach einer Das C-Infektion ja, passieren das kann man kann. ja nicht leugnen. Und da gibt es ja mittlerweile auch Untersuchungen zu. Und es gibt ja, also mein Kardiologe hat mir zum Beispiel auch gesagt, ich soll Natokinase nehmen und auch sehr hochdosiert, also hier mit 10 Kapseln am Tag. Ja, dann mache ich das halt. Und alles Weitere ist ja Spekulation. Man weiß von keinem, wie die Vorgeschichte war. Man weiß nicht, welche Implikationen es da noch so gegeben hat. Jetzt unabhängig davon, dass jemand ein Bodybuilder war, der möglicherweise Medikamente missbraucht hat. Aber wer über 10, 20 Jahre 130 Kilo aufwärts wiegt, der lebt halt auch nicht gesund, auch wenn das alles Muskeln sind. Das muss man auch mal so zur Kenntnis nehmen. Ja, die Muskeln müssen Und auch versorgt werden, dementsprechend. dasselbe, ich meine, wie viele 130 Kilo Menschen haben wir auf der Welt, die nicht Profi-Bodybuilder sind? Nee, die auch fett sind und Ja. übergewichtig und die Genau. sterben zum Teil auch. Genau. Da Ja. redet nur Zeitig. keiner drüber. So, weil steht ja nicht in der Zeitung Ja, jeden aber Tag, ich ja, meine, man kann schon sich ja wieder ein genau Dingerwal vorstellen, worauf gestrandet. die. Ja, und man kann sich ja vorstellen, worauf die Frage abzielt. Na Entweder will man klar. jetzt hören, die sterben alle an ihrem Doping oder die sterben alle, weil jemand uns mit einer schlimmen Krankheit infiziert hat, die dazu führt, dass man jung stirbt, weil die Weltbevölkerung zu groß ist. Aber Und in dem Fall an ging es jetzt ja noch darum, es ging wahrscheinlich auch um solchen. Kevin und Kevin war nicht geimpft, aber jetzt, angenommen, er wäre ja auch noch geimpft, dann wäre er ja schon, ne, wäre ja sonst was mit ihm passiert. So, darauf sollte es natürlich ungefähr hin. Aber Wie gut, gesagt, nächste. ich halte es auch nicht für sinnvoll, sich auf diese Nee, das nicht. Diskussionen Das überhaupt Einzige, einzulassen. was mir halt in Kommunikation, das habe ich aber schon mal in dem Podcast, glaube ich, erwähnt, was mir in Kommunikation auffällt, ist, wo ich halt selber mit dem Sport angefangen habe, ist so, dass ich echt ins Studio kam und habe mich halt erstmal bei denen, die aussahen, halt wie ein Brecher erkundigt, hey, was machst du also in Bezug auf Training, Essen? Und bei mir ist immer mehr so, dass wenn ich kriege halt immer mehr, dass die jüngeren Leute dann so ungeduldig sind, weil das halt so eine Reichweite hat an diesem
Bodybuilding, dass jeder jetzt Bodybuilding macht, dass die eher kommen durch Social Media, so was nimmst du? Also sie kommen mit der ersten Frage, was nimmst du so, um sich den Weg zu vereinfachen. Weil heutzutage, also meiner Meinung nach, mir ist auch scheißegal, was dann Leute hier in den Kommentaren reinschreiben, auch mit diesen, ja, ich mache meine Prep dieses Mal anders und vernünftiger mit mehreren Mahlzeiten, aber diese Vielfalt von Light-Soßen, die Vielfalt von irgendwelchen Flavor, diese Vielfalt von allem, um sich den Weg auf die Bühne halt so einfach wie möglich zu gestalten. Früher gab es das alles nicht. Da war halt noch eine Diät, so da hast du dein Reis, dein Gemüse, dein Fleisch gehabt, deine Haferflocken und so, aber nicht ein bisschen Flavor hier, ein bisschen da, dass es alles so schmeckt wie das Original und so halt auch mit dem Stoff halt. So, das ist halt so, dass die jungen Leute schon kommen und bevor die andere Hebel ausreizen, kommen sie gleich so, ja, wie kann ich schnell und einfacher mir den Weg gestalten, dass ich schneller so aussehe, ah, Stoff, okay, boom. Und das finde ich so schade. Weil A, die verbauen sich dann halt auch wahnsinnig viel, weil wenn du die anderen Hebel noch nicht ausgereizt hast und dann gleich damit anfängst, ist halt doof. Und B, finde ich schade, bevor die halt erstmal hier an Hirnaktivität anfangen und die anderen Komponenten in Betracht ziehen, nee, abnehmen, Cardio machen, nee, dann haue ich mir lieber eine Substanz ein, wo ich mehr verbrenne. Das finde ich halt so doof. Ja. Hat zu Recht. Hat Geduld, zu Recht. Geduld ein bisschen. Von denen sterben ja dann zum Beispiel auch manchmal Leute und das kriegt man gar nicht mit. Ja, was das Nein, ist halt. die Und das sterben sind keine erfolgreichen Bodybuilder, sondern ja. das ist. Nein, die sterben leider, ohne dass sie es je dahin gebracht haben, wo sie vielleicht hin wollten und haben Ja. einfach. Ja, Ja, und bisschen Pech gehabt beim Denken und ja. Handeln. Und vor allem, ich kenne auch, ich habe auch schon oft mitbekommen, da ich selber Physiotherapeutin bin und ich hatte eine Praxis, ich war selbstständig, ich war im Krankenhaus tätig, dass auch viele Leute wissen, weil heutzutage, wir haben Ärzte, wir haben Physiotherapeuten, Ergo, bla bla, aber dein Körper ist nicht dumm. Dein Körper signalisiert dir schon selber auch, wenn was nicht stimmt. So. Nur wir haben halt über die Jahre leider das eigene Körpergefühl verlernt. Deswegen müssen wir zu Leuten gehen, die das deuten können. Und man hat immer dieses Gefühl, ah, vielleicht passt doch irgendwas nicht. Und dann gehen die nicht mal zum Arzt, sondern die denken dann eher so, ah, wenn ich nicht gehe, dann passiert erst recht nichts. Die wollen sich nicht mit der Thematik beschäftigen. So. Die drücken das eher von sich weg. Und dann irgendwann mal ist es halt so spät, dass man halt nicht mehr helfen kann. Deswegen, wenn man das Gefühl schon hat, irgendwas passt nicht, keine Ahnung, ich nehme mega schnell ab jetzt zum Beispiel oder bin kalt, weiß ich, irgendwas tritt neu auf, was du nicht kennst, dann wende dich trotzdem an die Fachleute und geh halt rechtzeitig. Weil mehr als zu sagen, okay, wir haben dich durchgecheckt, passt alles, ist ja eigentlich gut, aber wenn man halt dann der Spur schneller da irgendwie auf die Schritte kommt, ist halt auch besser, man handelt mal vernünftig und nicht so blauäugig und naiv. Ja. Weil das habe ich immer mehr, dass die Leute denken halt, nee, Arzt, da könnte ja was rauskommen, was ich nicht hören will. Und das ist halt falsch. So. Ja, er ist so. Das ist Ist leider so, ja. so, ja. Zu dem Stichwort eine gute Frage. Gibt es einen Grund, weshalb HPN noch keinen Naturalathleten hat? Ich glaube, der hat mehrere Fragen in puncto natural und nicht natural gestellt. Wie bitte? Ich glaube, der hat mehrere Fragen in puncto natural und nicht natural gestellt. Oder ist es Vorhin hat es mir derselbe, auch ja. schon jemand geschickt, was Die ist aber jetzt ohne ganz Blatt. frisch, die kam noch während der laufenden Aufzeichnung. Achso. Ja, also erstens, ich weiß überhaupt nicht, ob HPN nur Nicht-Naturalathleten hat. Stimmt erstens nicht. Und ja, Also mag sein, dass die also Studie hier so. Fitness Corner ist mit Sicherheit nicht auf Supplemente Stimmt, irgendwelcher Art und ja. Weise, der mir sofort einfällt. Sonst fallen mir natürlich noch alle Frauen ein. Und meine Wenigkeit sieht man ja. Also, ne, Mike sagt es mir immer wieder, ist ja nichts Ja, bei uns zwei dran. sagt er, hey Paddy, hast du dieses Bild mal von uns angeguckt beim letzten Thumbnail? Also wir sind sowas von natural. Gott, also wie das Ding. Ja, keine Ahnung, muss mal Alex fragen. Naja, und es ist ja auch nicht Man so, kann dass natürlich man. spekulieren, dass es zumindest anfangs bei HPN in der Produktpalette vorrangig Produkte gab, die Zur sagen wir mal Unterstützung so, eben auch. Gesundheitsmarker wieder hinbringen, die vielleicht vorher ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurden, wenn man nicht natural ist. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Es gibt da die komplette Produktpalette an Supplements, die man benutzen Ich bin könnte, nur wegen braucht aber Lipi Pro nicht. da. Läuft sonst nicht. All night long. All night long mit Libifol in Kombination. Ganz zu Anfang war HPN, denke ich, eine Marke, die sich auf die Fahne geschrieben hatte, Gesundheitsprodukte für Leute zu entwickeln, die unterstützen. Mittlerweile gibt es da auch Proteinpulver, Kreatin, Glutamin, alles, was man braucht. Von daher denke ich nicht, dass es sinnvoll wäre, den Athletenkreis auf
Nicht-Naturalsportler zu beschränken. Und es wird auch nach meiner Beobachtung nicht gehandhabt. Also ist die Nee. Frage schon falsch. Die Frage ist ja heutzutage auch, ab wann darf man sich natural noch betiteln, wann nicht, weil manche sagen ja, keine Ahnung, die haben gestofft und dann sind sie 2 Monate out und dann sagen sie, ja, ich bin natural. Hä? Also für mich ist das dann kein Naturalathlet mehr so. Das ist ja auch immer diese Frage. Wer ist noch natural, wer ist nicht natural? Ab wann ist man noch natural? Keine Ahnung, jeder macht das, wie er will Und vor allen und ja. Dingen ist ja auch dieser Begriff Natural und ich sag mal, diese Anti-Aging-Kur, die in Amerika ja nun mal, ich weiß, fast überall verbreitet ist. Wo ist jetzt der Benefit? Also ist der Benefit jetzt darin, dass du altersgemäß so stark abbaust, dass du dich als Netty zwanghaft schlechter fühlen willst, oder ist es dann sinnvoller, den Amerikanern zu folgen, was die machen, indem sie einfach dir das geben, was der Körper braucht, damit du dich wieder mit Mitte 50 gut fühlst? Also ich würde, ich sag mal, jedem, dem es im gehobenen Alter nicht mehr an allen Spaß macht oder ne, wer einfach, ich sag mal, diese Hilfe braucht, weil der Körper einfach schon am Aufgeben ist, langfristig betrachtet, so würde ich jedem empfehlen, dass er sich eine TRT vom Arzt besorgt. So. Und egal, ob du Netty bist oder nicht, Hauptsache du fühlst dich wieder gut und kannst am Leben dran teilhaben, so wie du es mal konntest. Ne? Mit 55 bist du noch nicht tot. Gegebenenfalls bist du spät Vater geworden und dann willst du ja immer noch mit den Kindern toben und Spaß haben und im Familienurlaub jetzt nicht der Rentner an der Liege sein, sondern willst nur Aktivitäten mitnehmen. Dafür brauchst du halt unter anderem tatsächlich gegebenenfalls diese Standard Hollywood-Kur, 2 Einheiten Wachs, so ein bisschen Testo und pups, läuft der Hase wieder. Ist ja auch Ja, sogar, nennt man das, ja, ich ja. glaube, heutzutage in den Geschäftsleuten der oberen Etage, ist das so, habe ich heute erfahren, der CEO-Stack. Damit die einfach leistungsfähig sind. Ja, es muss Hinzu halt kommt noch alles diese mit neue Kopf. Fettspritze irgendwie. Ja, was da nicht so alles kommt. Ja, es muss halt alles mit Kopf gemacht werden, das ist halt das Wichtige. Und jeder ist halt so individuell in allem, ob du jetzt sag ja, ob die zu mir als in Therapie kommen wegen Physio oder so, genauso auch mit dem Stoff, mit der Chemie halt, das ist bei jedem so unterschiedlich. Und wie du es gerade gesagt hast, das heißt ja nicht gleich unterstützender Athlet, den geht es gleich gesundheitlich schlechter. Ja? Also bei mir muss man gar nicht drum reden. Ich habe mit 14 richtig krasse Akne gehabt, mir ging es immer scheiße. Meine Hormonachse war schon von Natur aus sowas für einen Vollarsch, weil es mir in meiner Zykluszeit, in der Periodenzeit absolut katastrophal geht. Und wenn man dann halt in dem Sport dann auch Sachen, so gerade bei Frauen ist da noch sensibler das ganze System, aber dann eigentlich einen Mehrwert hat, wie der Paddy schon sagt, dass das Leben dann auch lebenswerter ist, weil wenn du von 4 Wochen im Monat, 2 Wochen einfach nur flach liegst, weil dir dein Unterleib schmerzt und du gar nicht mehr irgendwas machen kannst, ist halt auch Kacke. Deswegen muss alles, du brauchst halt jemand, der sich auskennt, mit Hirn gemacht werden. Ja. Da gab es eine ähnliche Frage, die kam schon ein bisschen eher heute. Adi, die kennst du schon. Eure ehrliche Meinung über Natural Bodybuilding in Bezug auf, wie natural ist es wirklich, ohne Blatt vom Mund, Erfahrungen, Denkanstöße? Also, ich würde sagen, dass auf den Evo Classics und was für Wettkämpfe es da mittlerweile gibt von den ganzen Jungs, die ja wirklich super organisiert sind. Also, ich glaube, das machen die wirklich high-end professionell, dass da wirklich 95% der Teilnehmer natural sind, weil die irgendwo, das ist mittlerweile, hat sich das auch ein bisschen, auch mein Denken gewandelt in dem Bereich. Ich habe einfach, damals habe ich das immer für unnatürlich gehalten, bis ich mich selber mit mir selber mal beschäftigt habe. Erstens, was habe ich für eine Genetik? Also ehrlich zu mir. Was habe ich für einen Ehrgeiz? Muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Wie oft scheißt man daneben? Muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Also bevor ich gucke, ob andere natural sind oder nicht natural sind, sollte ich erstmal gucken, was leiste ich überhaupt, um dieses Maximale rauszuholen. Und ich kann ehrlich behaupten, dass ich in vielen Bereichen einige Prozente liegen lasse. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich weiß, dass viele das nicht tun, weil die glauben, die machen schon Ernährung 100%, wo du davon ausgehst. Jeder, der sagt, er macht Ernährung 100%, davon sind 99% der Leute, die das sagen, nicht bei 100%. Und dann zu urteilen, ob die anderen natural sind oder nicht natural sind, zeigt eher so, dass diese Person wahrscheinlich nicht zufrieden mit sich selber ist und bei anderen guckt, so nach dem Motto, der kann nicht natural sein, weil sonst müsste ich ja auch so aussehen. Ja. Also ich Der finde. kann nicht natural sein, denn ich bin es nicht und sehe nicht annähernd so aus. Genau. Ich bin ja ehrlich, so habe ich damals auch teilweise gedacht. So, weil ich mir dachte, warum sehen die so verdammt gut aus? Bis ich irgendwann selber mal verstanden habe, was für eine Wurst ich in manchen Sachen halt bin. Und das muss man sich erstmal selber eingestehen, sagen.
Und auch daran kann man wachsen. So würde ich besser aussehen, würde ich vielleicht an die 400 Pizzen im Jahr weniger essen? Wahrscheinlich. Werde ich damit aufhören? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch wieder die Frage, also jetzt, bei dem Fragesticker, finde ich, hat Paddy eigentlich schon alles gesagt, finde ich genau gleich, es ist so. Es gab ja auch öfters mal die Frage, so wie zum Beispiel bei mir kommt ganz oft die Frage, kann ich natural so aussehen? So, es gibt immer jemand, der natural halt auch eine Genetik hat, wo das dann natürlich erreicht und noch viel mehr, so, ja, wo man sich manchmal gar nicht vorstellen kann, in welche Dimensionen das auch sogar ausatmen kann, weil da halt irgendwie alles passt. Und dann aber das, was Paddy gerade gesagt hat, weil ich komme ja von diesem Verbissenen. Ich komme ja von dem, ich mache nur viel zu viel an Sachen wie Training und viel zu viel an Cardio und dann reduziere ich das Essen in der Diät und habe dann aber teilweise, ich hatte immer eine gute Form. Aber jetzt lasse ich was ganz anderes zu. Ich habe auch nie, wirklich nie gesündigt in der Diät. Nie. Außer ich war zu schnell fertig und mein Vorbereiter hat gesagt, Scheiße, jetzt musst du mehr essen, weil sonst sind wir 4 Wochen vor der Bühne schon furztrocken, so. Aber mein Kopf hat sich voll verändert, weil ich denke manchmal, das Verbissene hat es mich tatsächlich besser gemacht oder schlechter. Weil ich glaube, das ein oder andere Mal, wo dann ein Athlet gibt, der vielleicht das ein bisschen lockerer sieht wie du, Paddy, wo dann denkst du, so, ja, okay, meine Form passt und ich esse gut, wo du sagst, okay, ich habe reingekackt, denke ich aber, da du das dem nachgegeben hast und dein Cortisol damit runterging und mein Cortisol vielleicht immer dort war, hat es deiner Form vielleicht auch was Gutes getan. Ich finde, auch das kannst du nicht so pauschal sagen, weißt du? Nee, aber jeder muss natürlich erstmal sich selber in die Nase fassen, bevor man schaut, Das was auf andere jeden machen. Fall, Und ja, das haben das wir auf jeden eigentlich schon Fall. als Kind beigebracht bekommen. Schau nicht, was an. Ne? Das ist wie, was für eine Note hast du? Eine 4, ja. Aber Pascal hat eine 5, weil es interessiert doch nicht, was Pascal geschrieben hat. Geht ja darum, was du nach Hause bringst, wofür du einen auf den Löffel Ja. kriegst. Ne? Ich meine, gut, ich hatte sowieso nur so 4 minus bis 5 plus, also die Erwartungshaltung war nicht so groß. Ne? Außer ich habe mal irgendwo gut abschreiben können. Aber das ist halt so, ne? Man muss halt immer erst auf sich gucken. Ja, aber wie gesagt, also ich sag ja, es gibt immer so ein gesunden Mittelmaß und ich merke es selber bei mir auch. Allgemein auch mit dem, was du sagst, mit dem nach sich schauen. Ich war in der Schulzeit komplett scheiße in der Realschule. Mit der Ausbildung war ich einfach Top-Schülerin. Dann habe ich mir die Messlatte hier oben angesetzt und das danach bei allen Sachen. Und ich habe nichts akzeptiert, wenn es eine 1,5 war, war ich schon komplett fertig mit der Welt. Und was hatte ich davon? Ich hatte es dann nur noch mit Zeug zu tun, mit Gesichtsrose, also dass ich Herpeszoster in der Fresse gekriegt habe. Ich habe nachher lauter Sachen gekriegt und Krankheiten, weil ich mir die Messlatte immer hier angesetzt habe. Ich habe nie, ich habe dann nie, ich war nie perfekt genug, nie gut genug. Und das hat mir dann eher Stein in den Weg gelegt. Und jetzt musste ich lernen nach den 11 Jahren hier, dass es auch mal voll cool, voll okay ist, mal runterzukommen und dass man sich auch mal was gönnen darf, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Natürlich, es geht jetzt nicht daraus, dass jemand, der das erste Mal in den Wettkampf geht, macht, sagt, okay, jetzt gönne ich mir nach 2 Tagen eine Pizza, das drückt mein Cortisol. Ja, aber ich sag ja, immer das Extreme ist nichts Gutes, in meiner Meinung nach. Ich würde Jo. sagen, aber auch nur aufgrund dessen, dass ich langsam anfangen muss, Toiletten zu putzen. Das war ein schönes Schlusswort. Aber ich habe noch eine Frage, warte mal kurz. Eine Frage habe ich noch. Ja, Darf eine ich? darfst du noch. Wenn ich durch eine Schönheitsoperation meine Muskeln vergrößern lasse, kann ich dann immer noch an natürlichen Bodybuilding-Wettbewerben teilnehmen oder ist das rechtlich gesehen Betrug? Also rechtlich gesehen, Betrug ist es jedenfalls nicht. Die Frage wird sein, und da kenne ich mich im Reglement nicht gut genug aus, ob der Naturalverband sagt, das passt schon, solange der Dopingtest negativ ist. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Also es gab ja solche, gab ja so, wem war es? Ich komme nicht drauf, also sage ich es lieber nicht. Also irgendjemand hatte ja wohl mal den Verdacht, dass er Wadenimplantate hat. Und da musste dann wohl ein Ultraschall gemacht werden, um das zu widerlegen. Nicht bei einem Naturalverband. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Naturalverband sagt, bei uns ist das okay. Und die Leute können es ja mal in die Kommentare schreiben, was sie dazu Wer es halten. weiß, der kann es mal kommentieren. Paddy, ich musste so eine dumme Frage noch zum Abschluss stellen. Es tut mir Das ist vollkommen in Ordnung. leid. Gut, ihr beiden. Aber erstmal vielen Dank an alle, die bis hierhin zugeschaut und zugehört haben. Genau. Ich hoffe, ihr habt heute was mitnehmen können. Ich versuche Mike auch mal demnächst noch besser geplant hier reinzuholen, damit wir noch ein paar mehr Fragen dieser Art machen können. Ich finde es nämlich ganz interessant, deine Fragerunde auf die Art sogar zu machen, weil dein erster Eindruck, finde ich, ist so aussagekräftig im Vergleich zu dem, wenn ich das lese. Das ist einfach etwas, wo man, das bekommt man nicht häufig zu sehen, dass ein Anwalt quasi Social Media Fragen sich darauf antwortet, darauf eingeht. So, wenn man so drüber nachdenkt, ich kenne
Ich bin jetzt aber auch nicht so bewandert, wie viele Anwälte sowas machen, Social Media technisch. Aber wenn man sich so das vorstellt, ich meine, was du da so preisgibst und was für sinnvolle Informationen. Also wie gesagt, folgt Mike auf jeden Fall auf Instagram. Yes. Bei Tiffy natürlich auch, da erwartet euch allerdings sowas nicht. Aber dafür vieles andere, wie zum Beispiel ihr Blank Arsch durch die Man. Nase ziehen und Nur Plankmans. Blödsinn. Aber auf beiden werdet ihr auf jeden Fall unterhalten und könnt was lernen. Diesbezüglich, ja, unterstützt beide oder alle drei Athleten bei HPN und How to Bodybuild mit Code Anwalt, Tiffy und Paddy. Schreibt was Nettes in die Kommentare und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut und vielen Dank euch beiden. Tschüss. Tschüss.